Oh nee! Oh nee! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh nee, mein Urlaub ist leider vorbei. Ich weine ganz schrecklich, aber es lohnt sich auf jeden Fall zurückzukommen. Oder ich freue mich total, denn ich habe die Anne neben mir. Anne, fühl dich gedrückt, komm, die Mikrofone. Jetzt haben wir schon mal als erstes die Tonleute heute gecrashed. So geht es auch wahrscheinlich die ganze Sendung weiter, denn wir haben jetzt schon wieder Zeitnot. Nein, da fange ich erst gar nicht von an. Schön, dass du da bist, Anne. Ich freue mich. Heute Inside Overlock. Heute, ja. Alles rund um die Overlock, deswegen reden wir noch schneller als sonst, nein, und kommen mit der ganzen Sendung, mit allen euren Fragen und dem ganzen Thema auch schon durch. Larissa, schön, dass du da bist. Wir kennen uns von der Messe, von der letzten, von der Kreativa. Genau, manchmal habe ich Hengst bei mir gerade. Ich bin schon bei der Fair Friends, die ist im Herbst in Dortmund. Aber wir kennen uns von der Kreativa Anfang des Jahres und du hast gesagt, ich habe Zeit, ich komme vorbei. Ja, wir haben uns die Zeit genommen. Super, das ist toll. Die Larissa, die wird heute nämlich das Sonderfüßchen-Set von der Yuki ausprobieren. Also, sie ist da jetzt auch ganz unbeleckt und muss das einfach, die wird jetzt von mir ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Und muss da jetzt mal zusehen, wie sie gleich damit klarkommt. Gehe ich gleich noch drauf ein. Okay, also du kannst eigentlich schon wieder an die Maschine. Gut. Anne, du kannst auch schon wieder was vorbereiten oder bei mir stehen bleiben. Was möchtest du? Ich bleib stehen. Du bleibst stehen. Hervorragend. Denn ich muss ja noch, wie immer, meine ganzen Gewinnspiele loswerden. Nachdem ich mein Team begrüßt habe, hallo Team, den Kurt, den Martin, hinter der Theke, der alle eure Fragen beantwortet. Ich rede so schnell, aber wir haben so wenig Zeit, ne? Ich starte den Timer schweren Herzens jetzt schon. Ich ziehe es nicht hinaus. Aber wir
überziehen dann einfach ein bisschen. Timer startet. Eure Fragen bitte in den YouTube-Chat. Der Martin gibt uns die dann natürlich selbstverständlich hier ins Studio weiter. Ich habe ja noch ein paar Gäste. Auch schön, dass die da sind. Freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Auch die dürfen vielleicht eine Frage stellen, wenn wir Zeit dafür haben. Mal gucken, wie es so kommt. Ne? Also schön lieb sein, zuhören und falls ihr eine Frage habt, mal eben winken. Ne? Winken, schön winken. Hervorragend. Okay, wir haben Gewinnspiele. Nicht viele, denn letztes Mal bei Inside Nähmaschine musste ich die ganze Zeit hier eine Verkaufsshow abhalten. Erinnerst du dich? Mit Losen und überhaupt. Das machen wir diesmal nicht. Deswegen gibt es nur das Telefongewinnspiel. Und zwar müsst ihr dann eine Frage beantworten. Die Telefonnummer wird dann unten eingeblendet. Und dann könnt ihr was gewinnen, nämlich einmal ein Etikettenset von der Firma Dortex und mein wunderbares Chablonet. Auch ein ganz nett, niedlicher kleiner Gewinn, genau. Und noch ein paar Einzelheiten, ein paar Kleinigkeiten von Yuki, so ein Block und so ein bisschen, was man immer gut gebrauchen kann. Denn, jetzt kommen wir zu dem Hauptgewinn, den gibt es aber im YouTube-Chat. Also, das heißt, ihr könnt das alles auch nochmal nachlesen in unserem Artikel, aber ihr könnt mir jetzt auch zuhören. Yuki hat eine super happy Summer Power Overlock Power Aktion gemacht. Ich finde den Namen so lang, es tut mir leid, ich muss ihn ablesen. Aber egal, das ist die Aktion. Und ihr könnt dieses Füßchen-Set, was wir heute vorstellen, und was wir heute halt vorstellen werden, das könnt ihr im YouTube-Chat gewinnen, übers Wochenende, bei unserem Wochenend-YouTube-Gewinnspiel. Wir führen das gleich nochmal vor, ich mache da gleich nochmal drauf aufmerksam. Und das ist eben die Aktion, die läuft. Das heißt, falls ihr diese Maschinen hier unten, die da abgebildet sind, ersteht, bekommt ihr dieses Füßchen-Set gratis dazu. Das ist die super Happy Summer mit Overlock-Power-Aktion, einen Monat lang. So, jetzt habe ich für alles genug Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt geht's weiter. Also wartet auf das Telefongewinnspiel und seid im YouTube-Chat dabei. Anne, wir legen los. Kurt, hau in die Tasten. Los geht's. Und Larissa, versuch dein Glück und ich komme gleich bei dir wieder vorbei. So, Inside Overlock, da haben wir sie, die beiden. Die Schätzchen, die wir hier bei One verwenden. Anne, ich habe hier schon wieder meine Liste, ne? Ich bin ganz Ohr. Wir fangen an. Wir haben ja gesagt, wir fangen an. Was okay. Ist eine Overlock? Warum braucht man eine Overlock? Warum? Was ist das für eine komische Nähmaschine? Also es ist keine Nähmaschine. Gut. Ja, natürlich ist es eine Nähmaschine, aber sie arbeitet anders als eine Nähmaschine. Und weil ich ja immer ganz gerne eine kleine Geschichte habe, erzähle ich mal, wo das angefangen hat. 1883 ist das erste Mal entwickelt worden zum Säumen von Decken in Amerika. Im Beginn des 20. Jahrhunderts um 1930 kam aus Amerika mit der Industrialisierung diese Form des Versäuberns, also dass es einen Greifer gab und keine Unterfahrtenspule nach Europa mit. 1967 ist die erste haushaltsfähige Overlock von der Firma Babylock. Das sind Yuki-Ingenieure gewesen, die das Ganze entwickelt und gegründet haben, auf den Markt gekommen. Und seitdem hat sich ganz viel noch an zusätzlichen Möglichkeiten entwickelt. Und es gibt von eigentlich allen namhaften Herstellern Overlock-Maschinen. Und wir gucken uns heute speziell die Yuki an, machen dann aber auch mal einen Blick. Wir machen noch einen kleinen Ausflug. In die Historie, genau. Und ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht. Also du hast schon gerade gesagt, die sind entstanden, um zu versäubern. Jetzt muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ne? Du weißt ja, ich weise einige Defizite auf. Ich versäuber auch hauptsächlich nur mit meiner Overlock. Ja, und schöpfe das ganze Repertoire, das die mittlerweile auch alle haben, überhaupt nicht aus. Und da hoffe ich ja jetzt heute auch auf dich. Denn ich glaube, ganz viele andere Menschen sehen das vielleicht ähnlich. Dass sie erstmal nur sagen, ich kaufe, weil ich schöne Nähte innen haben will. Ich will das Gefransel nicht mehr. Oder vielleicht, um noch ihre Jersey-Sachen gleich gleichzeitig zu nähen, weil die Naht ja elastisch ist. Aber ich, also ganz ehrlich, ich habe auch selten Sonderfüßchen benutzt oder sonst was. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Also eine Overlock kann viel mehr. Und das, ich finde es immer ganz schade. Es ist jetzt auch die älteste oder eine der ältesten. Jetzt können wir dann direkt schon wieder zumachen. Ich habe das auch nur wirklich mitgebracht. Das ist die älteste. Das ist eine der ältesten, genau so ist das. Und der wesentliche Unterschied ist eben, dass man mit Greiferfäden arbeitet, die von der Seite kommend quasi
den Faden hinlegen. Und um eine Overlock zu verstehen, muss man sie einmal aufmachen. Wobei, das ist ja jetzt schon die Overlock, die, wo... Okay, die machen wir jetzt mal auf, aber wir machen parallel. Das Schöne ist, es tut mir jetzt schon leid, ich werde den Satz nicht beenden. Wir haben jetzt schon Chaos auf dem Tisch, obwohl wir heute noch gar nichts gemacht haben. Aber das war schon so vorher abzusehen. Also hier mache ich die dann mal auf. Ja, genau. Das ist vielleicht eine etwas kleinere, von der Mimik so ein bisschen mehr zu ersehen, die vielleicht auch mehreren bekannt ist als jetzt dieses wunderbare Gerät da. Ja, aber egal wie... Die Technik ist die gleiche. Die Technik ist die gleiche. Und zwar das, was ich zeigen möchte, ist, dass man hier ein oder zwei... Nadeln hat, da sage ich später noch was dazu, und das ist der Unter- und der Obergreifer. Genau, ich zeige das nochmal ganz kurz. Genau das. Also wir haben da unten den Untergreifer und da den Obergreifer. Und durch die Bewegung, die immer von der Seite kommt, jetzt ist der Obergreifer unten quasi, jetzt kommt er wieder nach oben, muss man an der Kante arbeiten. Mhm. Weil sonst, wenn der Stoff liegen würde, und das ist jetzt der Unterschied zur Covermaschine, auf die wir heute nicht eingehen, bloß um erstmal deutlich zu machen, was die sehen fast so ähnlich aus, ist aber wirklich nochmal wieder was anderes. Und dadurch muss man an der Kante, weil sonst würde immer der Obergreifer in den Stoff hinein schneiden, reinraken und würde da kaputt gehen. Das funktioniert nicht. Und beide Greifer, die zueinander arbeiten, haben Fäden. Deswegen haben wir jetzt hier so viele. Mhm. Und wenn man das ganz langsam macht, dann sieht man, dass wenn der Obergreifer nach unten kommt, fährt der in den Fadenhub des Untergreifers, das ist jetzt hier in dem Fall der rote, nimmt den quasi Huckepack, fährt da rein, fährt zur linken Seite oder wird zur linken Seite geleitet. Und jetzt, wenn er zurückkommt oder bevor er zurückkommt, kommen die Nadelfäden, also die beiden von oben, in diese Schlaufe hinein, halten damit den blauen Faden fest, dass der Obergreifer, dass der nicht mehr zurück kann und ziehen jetzt hier aus dem roten wieder raus. Und das Ganze, wenn man das ganz langsam macht, sieht man, wie die Overlock arbeitet. Das Ganze macht dann diese Fadenkette, die eigentliche Overlock-Naht, die in dem Fall, weil wir ja zwei Nadelfäden drin haben, eine Vierfach-Overlock-Naht ist. Mhm. Wenn ich das jetzt mal zumache und den Stoff drunter lege. Willst du den nehmen? Sonst hätte ich den auch noch mal gezeigt. Du kannst auch den nehmen. Wir können auch den nehmen. Dann ist, damit man eben immer an der Kante arbeitet, jetzt hier ein Messer. Ja, du musst erst den Fuß runter. Ach, ja, ja. Ein Messer vorgeschaltet. Das ist jetzt an der Maschine hier an dem. Und das Messer geht hoch und runter und schneidet quasi vor dem Nähen direkt die Stoffkante so passend zu den Greiferfäden, zu den Nadelfäden, dass diese Kette, die wir uns gerade im Detail einzeln angesehen haben, den Stoff umfasst und auch in einem Arbeitsgang zusammennäht. Das ist erstmal das Grundsätzliche, was die Overlock macht. Die näht an der Seite, ich sage mal, wie so ein Netz, was sie da durch diese Verschlingung der beiden Greifernadeln macht. Und durch diese Nadelfäden wird dieses Netz dann gehalten. Genau. Jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz an. Von vorne. Ja, mit einem anderen wäre es jetzt, aber man sieht es, glaube ich, auch mit der Kamera farblich. Ja, ich habe es ja auch nochmal auf diesem Weißen. Das Blaue ist der Obergreifer, das Gelbe ist die linke Nadelnaht, das Grüne ist die rechte Nadelnaht und auf der Rückseite ist der Untergreifer, der in Rot ist. Und wenn es perfekt eingestellt ist, dann ist genau diese Verschlingung an der Kante und die beiden Nadelfäden, den gelben, den sieht man jetzt hier kaum. Quatsch, den grünen, Entschuldigung, das sieht so gleich aus, den sieht man hier kaum. Der hält quasi das zusammen. Das nennt man jetzt Overlock-Sicherheitsnaht, weil diese beiden Nadelfäden beide diese Fadenschlingen am Stoff festhalten. Und Sicherheitsnaht aus dem Grund, weil wenn jetzt eine dieser Fäden, also sprich die linke, also in dem Fall wäre es die gelbe, platzen würde durch eine starke Beanspruchung. Wir stellen uns vor, es ist eine Jogginghose, es ist eine Schlafanzughose, es ist irgendetwas, was dehnbar ist. Und beim An- und Ausziehen passiert es, dass einfach das Garn nachgibt. Dann hält der rechte Nadelfaden diese Naht noch zusammen. Mhm. Hat man es nur dreifädig, steht man an dem sonst im Freien. Ja, das kann also deswegen mal vorkommen. So einfach zur Erklärung, warum man das mit als Vierfaden-Sicherheitsnaht bezeichnet. Genau. Wenn man jetzt
einen Faden wegließe, den hier zum Beispiel, dann hätte man praktisch nur eine Versäuberung. Zum Versäubern ja, aber um das dann, wenn man einen Faden weglassen würde, könnte man eine Flatlocknaht machen für einen Faden weglassen. Das muss man auf alle Fälle, wenn man einen Rollsaum machen möchte. Also das ist nicht so gesagt, oder einen Leiterstich, dass das nur zum Versäubern ist. Es kommt immer darauf an, was man damit machen möchte. Aber im einen Arbeitsgang nähen und versäubern, also wenn ich jetzt ein T-Shirt nähe, dann reicht ausschließlich diese Naht. Alles für genau, so dann schön. Braucht man auf jeden Fall diese vier Fäden, um eine Naht plus eine Versäuberung zu erhalten. Genau. Und wenn ich es nur für schön haben möchte, würden dann auch drei Fäden reichen. Weil da habe ich dann andere Optionen. Genau, ne? Okay. So, das ist jetzt erstmal so das Grundlegende, was jetzt eine Overlock macht. Und ich habe vorhin mal schon mal an der Stichlänge gespielt und habe jetzt mal ein ganz weiches Material genommen, weil man jetzt hier sieht, ist wieder blau der Obergreifer, rot der Untergreifer, gelb ist der linke Nadelfaden, grün der rechte. Und wenn man jetzt hier auf der rechten Seite auseinanderzieht, dann sieht man nur, wenn man es wirklich straff auseinanderzieht, den roten und den gelben. Der blaue und der grüne, der wird überhaupt nicht sichtbar wahrgenommen. Mhm. Genau. Und das ist so ein Punkt, an dem ich immer anfangs erkläre, weil viele, die sich mit dem Kauf einer Overlock beschäftigen, die haben Angst vor den Folgekosten. Genau. Muss ich jetzt für jedes, was ich verarbeiten möchte, auch vier Konen kaufen? Nein. Wenn man sich das jetzt genau anguckt, sieht man auch, dass das wirklich nicht optisch sichtbar wird. Und es ist auch so, dass jetzt muss ich mal, Martin, ist es möglich, dass ich einen Stift und einen Zettel haben könnte? Einen Stift habe ich, ein Zettelchen, dann würde ich es nämlich gerne zeigen, hätte ich auch eher dran denken können. Brauchst du nicht, weil wir können ja einen Zettel, brauchen wir nur einen Stift. Einen Stift habe ich eigentlich auch liegen. Warte. Und dann in der Zwischenzeit kann ich schon mal hier dahinter greifen, weil das, ist alles gut, ich habe schon, Martin, ist alles da. Dankeschön. Ich bin ja vorbereitet. Vielen, vielen lieben Dank. Ist alles gut. Ich habe jetzt hier mir schon mal aus deinem ganzen Repertoire ein paar Garnfarben genommen, um einfach auch mal zu zeigen, wie man mischen kann. Also man kann durchaus, jetzt würde hier zum Beispiel noch ein Beige gehen oder Blau-Grün-Töne lassen sich mischen, diese Töne lassen sich mischen, sodass man, wenn man die Konen in den Grundfarben, die man so hat, die man so braucht, bestückt, dann kann man durchaus mit vorhandenem Garn das Ganze. Man braucht, du willst damit zum Ausdruck bringen, man braucht nicht immer man braucht viel nicht alle gleiche vier, vor allen Dingen und schon gar nicht so eine große Kone, die auch, wenn genau. man natürlich Qualitätsgarn hat, wovon wir beide ausgehen, weil wir beide doch für wir sind beide für gutes Garn, genau, dann geht es natürlich ins Geld. Und wichtig ist, dass die Farben sich ähneln und dass die einer Farbfamilie angehören, sodass genau. sie gar nicht und so. Meistens näht man ja auch immer so seine gleichen Töne, machen wir uns ja nichts vor, ne? Ja, und wenn es eben nicht so ist, findet man mit Sicherheit etwas, was dann funktioniert. Ja. Du hast mich vorhin gefragt, wozu man das braucht, das kann ich jetzt gleich dazu wozu nehmen. Wozu man was braucht? Diese. Ach genau, ich wollte mit dir über ganz viel Zubehör reden, genau. weil wenn wir jetzt schon bei der Anschaffung sind und bei den Folgekosten und noch gar nicht über irgendwas anderes gesprochen haben, dann ist es ja sehr lustig, weil ich habe mir im Zuge dieser Sendung tatsächlich die Bedienungsanleitung durchgelesen. Da musst du grinsen, ne? Weil ich glaube nämlich, dass ganz viele das nicht tun. Ich gehöre auch zu den Leuten, die immer sagen, meine Zubehörkiste, was mache ich damit? Brauche ich erstmal gar nicht. Das Erste, was ich wirklich wegtue, und ich habe zwei Maschinen von mir zu Hause mitgebracht, das ist das Erste, was ich genannt habe, ich habe die weggetan, weil nicht alle Röllchen, weil ich natürlich auch keine Konen nur zu Hause habe, alle möglichen. Ich habe halt eine normale Garnrolle, verschiedene Sortimente, einmal so und einmal dann eine längere Spule, wie auch immer. Und diese Dinge haben mich total genervt. Also das ist auch dafür nicht nötig. Also genau. Der Punkt ist, deswegen habe ich hier gemalt. Hierfür ist es nötig. Das mit dem Nähgarn und mit dem Sortieren, deswegen habe ich es gemalt. Wenn wir uns mal angucken, dass das jetzt natürlich stark vergrößert, diese Kette ist. Mhm. Also die Greiferfäden. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise 0,75 mm Abschnittsbreite haben, dann wird ja diese Fadenkette immer um diese gesamte, also ich sage jetzt mal 3 mm Stichlänge, dann geht der 7,5 mm hin, einmal drumherum und wieder zurück. Und wieder zurück. Ja, also du hast der Fadenabzug von diesen beiden Außenrollen, Greifern, der ist so ein Vielfaches von den Nadelfäden, dass es immer Sinn macht, für diese beiden
Greiferfäden wirklich eine Krone zu nehmen und da eben auch diese Farbfamilie zu nutzen. Und der Obergreifer, das haben wir gerade, der Untergreifer, das haben wir ja beim Auseinanderziehen genommen, der sollte am intensivsten der Farbe des Kleidungsstückes ähneln. So, und das sollte ähneln. Aber wenn ich diese beiden Nadelfäden nehme, dann stechen die genauso ein und nähen nicht anders wie an der Nähmaschine ihre 3 mm. Hier kann ich also, wenn ich das jetzt nicht zu Hause habe, dass ich mir mit 4 Konen jede Farbe ausgestattet habe, kann ich hier völlig unproblematisch ganz normales Nähgarn nehmen, was in der Regel auch ein gutes Garn sein kann. Overlock-Garn, wenn wir jetzt auch dann mal die Sondergarne angucken, ist von der Stärke oder von dem, was man noch so verwenden kann, ja mitunter ganz was anderes als Nähgarn. Wobei ich nehme auch trotzdem immer mein ganz normales Standard-Nähgarn. Also ja, aber für schön. Rollsaum, für ja. andere Sachen, ne, haben wir ja hier mitunter ganz andere Dinge, aber das um stimmt. dann hier nähen zu können, reicht es, wenn wir da ganz normales Nähgarn nehmen. Und wenn wir ganz normales Nähgarn nehmen, dann machen wir die natürlich ab und setzen jetzt ganz normales Nähgarn da drauf. Und dann kann man je nachdem auch noch hier eine Scheibe unterlegen. Und das, das kommt oben drauf. Damit es nicht abgezogen wird. Ich war auch erstaunt, was es alles gibt. Genau. Also das ist so, dass man die Varianten hat. Und genau, die sollten möglichst feste hier unten draufstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt mal eine ganze Weile nicht genäht hat und sich die Overlock vielleicht weggeräumt hat, dass man immer schaut, dass der Galgen, der Fadengalgen wirklich ausgezogen ist. Dadurch, durch die Form der Konen, muss der Faden erstmal nach oben abgezogen werden, bevor er dann in die Nähmaschine, in die Overlock reinkommt. Und weil wir gerade immer noch mal einmal kurz hier vorne dran ziehen, weil auch dann, weil die Fäden dann immer sich manchmal noch gerne verschlaufen und bevor man dann losnäht. Und das war ich, da war ich auch ganz erstaunt um diese Teile. Ja, ein Fadennetz. Genau. Sag wofür. Also wenn man jetzt beispielsweise Ziergarne nimmt oder Bauschgarn. Ja, Bauschgarn dann haben wir kann, da. Hab ich da. Dann kann man das ins Fadennetz einpacken. Warte, ich nehme dir das jetzt hier mal aus der Kamera raus. Packt man das hier rein und dadurch läuft es ganz gleichmäßig ab. Wenn ich jetzt mit Goldfaden zum Beispiel was machen würde oder so, dann ist das hilfreich, wenn das im Fadennetz ist. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, die Fadenspannung ist nicht ganz so, läuft nicht mehr ganz so sauber, ist das Fadennetz auch bei der Nähmaschine sehr hilfreich. Das heißt also, für alle, die wirklich jetzt Interesse an einer Overlock so langsam bekommen, die noch keine haben oder die, die eine haben und nie in ihren Zubehörbeutel geguckt haben, manchmal lohnt es sich, da wirklich reinzugucken und die Dinge, die da mitgeliefert werden, auch zu benutzen. Ja. Das ist wirklich interessant. Also ich habe, durch Lesen lernt man viel. Also letzten Endes ist es wirklich so, dass alles, was man so braucht für die Benutzung der Maschine, immer in der Bedienungsanleitung drinsteht. Also manchmal muss ich muss ja wirklich sagen, also so eine Bedienungsanleitung kann ja auch sehr dick sein, in verschiedenen Sprachen. Und dann bist du da unterwegs und hast schon, und das glaube ich, schreckt auch viele einfach ab, wenn du sowas siehst. Himmel, ich habe da eigentlich, ich weiß nicht, nur bedingt Nerven zu. Also ich denke mal, das machen ganz viele, ganz davon ab, wenn sie sehen, dass man 4 Fäden so einfädeln muss, ist dann noch der größere Punkt da, dass Leute erstmal abgeschreckt sind. Zumindest Leute, die jetzt neu sind oder sich daran trauen wollen, wie auch immer. Also ich kann nur sagen, eigentlich braucht man davor keine Angst haben, sondern man muss einfach, glaube ich, ein bisschen am Ball bleiben. Naja, also das ist sehr schön, dass du die jetzt offen hast. Das ist natürlich ein gehobenes Stück Technik, das uns sehr viel erleichtert, weil hier diese Air-On-Technik ist, sodass man überhaupt nicht mehr einfädeln muss, sondern es letzten Endes gängig geschlossen werden. Das ist auch was, was Babylock damals entwickelt und patentiert hatte. Und nachdem dieses Patent ausgelaufen ist, sind jetzt auch andere mit netteren, also mit anderen Namen. Aber es ist halt so, dass hier Gänge geschlossen werden und dann wird mit Luft das durchgepustet. Wer das jetzt nicht hat, kommt deswegen trotzdem auch zum Ziel, nämlich zum Um- oder Einfädeln. Ja. Und da gibt es schon auch Tricks und Kniffe. Und letzten Endes geht es damit los, dass wie in dem Fall der, ich sage jetzt mal kleineren, und das ist überhaupt nicht abwertend nachteilig gemeint, sondern mit der kleineren auch im Anschaffungswert Maschine es einfacher ist, einzufädeln, wenn man denn schon mal hier reinschaut. Also man kommt hier ran und da sind die Fadengänge mit Farben beschrieben. Das ist in der Regel bei allen, die ich kenne,
so, dass man dann, da steht nicht immer 1, 2, 3, aber die Farben Fäden sind auf jeden Fall alle und die sind auch dann markiert. Hier oben nochmal. Also das ist jetzt der Obergreifer und das ist der Untergreifer. Das ist der Untergreifer, ruhig. Wir haben Zeit, Anne. Du hast mir vorhin gesagt, wir müssen heute schnell reden. Nein, alles gut. Nein, komm, wir können auch noch mal durchatmen. Dass man immer sieht, wo es ist. Siehst du, jetzt kommen nämlich die ersten Zuschauerfragen. Also wir schließen das kurz. Die kommen eigentlich schon länger, aber ihr gebt mir keine Chance. Nein, natürlich nicht. Also wir sind ganz kurz eben dabei, diese farblichen Wege sind eigentlich für Dummies eingezeichnet hier unten und auch noch immer mit Punkten an den einzelnen und Stationen. Mit Reihenfolge. Und diese Reihenfolge hat den Hintergrund, das, was ich vorhin hier einmal gezeigt habe, dass der Obergreifer den Untergreifer Huckepack nimmt. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig. Das ist ganz entscheidend für das Bilden der Kette. Die müssen in einer richtigen Position zueinander sein. Und da man da beim Einfädeln die Fäden so übereinander legt, wird die Reihenfolge hier entscheidend, weil ich muss das Handrad an eine bestimmte Position drehen, um dann genau an der Stelle den Fadenweg nutzen zu können. Und wenn ich dann als erstes diese Seite mache und dann zweite, dann wird es automatisch, dass ich, ohne zu wissen, warum ich das tue, den zweiten Faden über den ersten lege. Und dann bildet sich nämlich kein Stich. Das ist wenn es falsch rum ist. Das ist bei ganz vielen der Fall. Deswegen sagt man auch immer, neu einfädeln, wenn gerissen ist, weil man sonst die Gefahr läuft, also alles neu einfädeln, weil man sonst die Gefahr läuft, dass die Kette nicht gebildet wird. Genau, also bei ganz vielen ist das so, dass sie haben eine Overlock, die ist einmal eingefädelt, fangen das erstmal an umzufädeln und dann geht nämlich das Chaos los und der Stich bildet sich nicht mehr, wie es weitergeht. Also wirklich nochmal für alle, die neu auf diesem Gebiet sind oder auch vielleicht für alte Hasen, die bis jetzt nur Glück gehabt haben. Es gibt wirklich eine Reihenfolge, wie die Fäden einzufädeln sind und das ist jetzt auch markenunabhängig. Nämlich ihr fangt an mit dem dritten Faden, den vierten, dann den zweiten und zuletzt den ersten. Das ist bei dieser Maschine jetzt hier, bei der Yuki, nochmal extra aufgeführt. Wenn bei welcher Maschine das nicht aufgeführt ist, ist egal. Haltet euch einfach daran. 3, 4, 2, 1 und schwuppdiwupp habt ihr erstmal keine Probleme mehr. So, Martin, Fragen bitte. Fragen? Ja, Fragen. Zuerst einmal an zu den Füßchen, die später verlost werden. Ja. Und zwar hat die Manu eine Babylock. Passen diese Füßchen dort auch? Bitte? Die Manu hat eine Babylock zu Hause. Passen die Füßchen dort auch? Das ist erstmal nur ein Markenname. Welche? Es kommt drauf an, welche Babylock das ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich mache da keine Aussage zu, weil ich das überhaupt nicht weiß. Wenn du die alle im Kopf hast, wer wo drauf passt, einfach mal beim Händler nachfragen. Ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Selbst diese Füßchen, die da sind, passen nicht auf die kleinere Yuki-Maschine. Deswegen, da kann man jetzt gerade gar nichts zu sagen. Also steht es drauf, für welche es genutzt wird. Das ist für die MO 1000 und 2000, das nachfolgende Modell. Also da gibt es Unterschiede, das passt nicht immer. Soll sie nachfragen, das können wir jetzt leider nicht beantworten. Okay, hast du noch nächste eine Frage? Nächste Frage, ja klar. Darf man nicht dehnbare Stoffe mit der OOWI nähen, ohne eine weitere Naht an der Nähmaschine zu machen? Nochmal, ohne, natürlich. Good. Da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen, welche Stoffe man alles damit nähen kann. So, was sagt die Fachfrau? Alles. Alles, du nähst erstmal alles. Alles, warum sollte man es nicht können? Genau. Also, was noch entscheidend ist, beim letzten Mal, wo ich da gewesen bin, da habe ich ja gezeigt, wie Ober- und Unterfaden aneinander ziehen und dass die eine feste Verbindung haben. Dadurch, dass hier Schlaufen gebildet werden und diese Nadeln sich im Grunde festhalten. Ich sage mal, das ist wie Scooby-Doo für Erwachsene. Also hier das, ist das aber nicht, dass das aneinander zerrt. Es wird nicht, die werden nicht so festgehalten, dass die wieder auseinanderziehen und sich dadurch festhalten, sondern der Faden wird ja gelegt durch die Greifernadeln. Und das bedeutet, dass diese Naht elastisch ist, weil die nicht knacken. Genau, und deswegen ist es natürlich prädestiniert für Jerseys, aber es ist alles möglich damit. Also wir haben jetzt gerade ja auch hier so ein ganz dehnbares Material genäht und hier so einen ganz leichten Baumwollstoff. Der sieht natürlich schön aus, auch den kann man jetzt verwenden, Kleid rausnähen, eine Bluse rausnähen, das ist überhaupt kein Problem. Bei irgendeiner gewissen Stoffdicke wird es wahrscheinlich aufhören. Na, es kommt darauf an, mit der Stoffdicke, dann kann es unter Umständen für die Schere, also für das Messer, schwer werden. Genau. Na, also wenn da so ganz viele Lagen Jeans sind, die man erstmal abschneiden will, dann wird es kritisch, da muss man in der Vorbereitung ein bisschen was machen. Wo wir gerade bei den Messern sind, ich finde, das ist vielleicht eine ganz gute
rote Überleitung. Ja. Sollen wir noch mal einmal kurz ein bisschen... Gleich. Du willst erst noch gleich. Ich will nur ganz... Martin? Ich komme mit meiner Moderation heute auch nicht durch. Ich habe Martin und Anne eingeladen. Es tut mir leid. Ich gebe mein Bestes. Aber gut, jetzt Martin. Ja. Liebe Anne, wo benutzt man denn am besten Bauschgarn? Als Bauschgarn ist ein ganz weiches Garn. Das würde ich nehmen, wenn ich jetzt wirklich beispielsweise Wäsche nähe. Also Unterwäsche. Alles dort, wo wirklich, das ist so fein. Ich habe also, aber drei verschiedene Bauschgarne mit. Genau, wir haben jetzt erstmal das eine hier, ne? Das ist schon so ein ganz dünnes. Das ist ein ganz dünnes. Dann habe ich jetzt hier ein etwas dickeres dabei. Warte, wir müssen das mal ganz langsam und, in die, und etwas aufdrehen. Genau, genau. Bauschgarn ist so, dass das Bauschgarn ist nicht verzwirnt. Und das ist aus Elastan, aus einem ganz hohen Elastananteil. Ganz vielleicht erinnert sich der eine oder andere, vor gefühlten 100 Jahren hat man Strumpfhosen noch repariert. Heute schmeißt man die leider weg. Da gab es so Reparatursets von, das war Bauschgarn. Das ist ein ganz elastisches Garn und das ist quasi das. Genau, und es ist nicht so stark verzwirnt und es dreht gar sich nicht. Praktisch. Das sind lauter einzelne Fäden. So ein bisschen gedreht ist es doch. Ja, nee. Na ja, eigentlich komm, ist es Hauch mehr von. So eine Umdrehung. Okay. Gib mir eine Umdrehung. Und das ist jetzt ein dickes Bauschgarn. Das ist genau, ganz neu. Das ist ein ganz... Auf jeden Fall füllt das auch diesen Bereich, der hier so ist. Ne? Diesen, die beiden äußeren Fäden, die da sind, sind ja falschen Naht hier gelandet. Hier. Also der das füllt das Ganze auch so ein bisschen auf und das gibt eine etwas andere Optik auch und ist auch etwas weicher. Ne? Also ich nehme es immer als Untergreifer. Mhm. Ich nehme es vor allen Dingen dann, ich nehme das ganz viel, das war mal eine Riesenkrone. Vor allen Dingen nehme ich es dann, wenn ich jetzt, das wird fast unsichtbar, wenn ich jetzt das ganz das ist vom ja auch sehr dünn, ne? Ja, genau. Aber es hält fest, es ist ja nur die Kette. Ja, ja. Ne? Also man, ne, hier bloß mal als Beispiel, Bauschgarn ist erstmal der Oberbegriff und dann muss man gucken, welches ist. Das ist zum Beispiel ein Garn, auch von der Firma Yuki, das ist für kreative Nähte, die man machen kann mit der Wave-Naht. Das haben manche Maschinen, aber das sind dann okay, ich hoffe, das ist jetzt erstmal beantwortet, dass Bauschgarn auch verschiedene Einsatzgebiete hat. Auch da gibt es verschiedene Arten an Bauschgarn. Und damit kann man auch ausprobieren und ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, wir haben das jetzt erstmal so ein bisschen beantwortet. Ich habe in der Zwischenzeit mal hier geknotet. Nee, ich denke schon auch, dass wir es beantwortet haben. Und zwar hatten wir das auch mal im Chat. Gerlinde, hallo, wenn du da bist. der Weberknoten. Der Weberknoten, den kann man nehmen. Das ist natürlich jetzt die falsche Maschine, weil hier möchte ich nur pusten. Du willst jetzt nicht durch die Maschine das durchjagen. Nein, aber ich will zeigen, wie man den Weberknoten macht. Das ist nämlich ein ganz flacher Knoten. Da legt man wie beim Schuhebinden erstmal ganz einfach übereinander. Man muss es ganz langsam machen, ganz damit langsam. Unsere Kameramenschen noch so, ne? Lust kriegen, damit zu machen. Jetzt habe ich schon einmal zu viel. So. Und dann legt man genauso wieder, das ist eigentlich der simpelste Knoten überhaupt. Und dann ist es aber hier, dass man schön sieht, wenn man es denn sieht, dass ich den roten Faden zur roten Seite und den grauen zur grauen. Und dann wird es ganz fest. Und das ist so ein feiner Knoten. Und mit dem Knoten könnte man anknoten. Da gehen sogar mit unter die Nadelfäden durch. Und dann näht man durch. Genau, man näht man durch oder aber man löst mal die Spannung. Das geht natürlich ja auch mit dem Fußheben und je nachdem, was man für eine hat, muss man gegebenenfalls noch mal ein zusätzliches Hebelchen und dann zieht man die Fäden durch. Okay, das ist jetzt aber, wenn man die einfädeln will, bei diesen Maschinen. Genau, hier werden wir bei diesen eher on auf keinen Fall ausprobieren, dass wir das da durchziehen. Nee, das ist nämlich, dann kriege ich jetzt gerade so leichte Herzrhythmusstörungen, liebe Anne. Nee, hier ist es nicht nötig, aber ich saß nur einmal hier und deswegen, dafür haben wir ja hier wirklich das einmal pusten. Das werden wir gleich auch einmal dann zeigen. Genau. Okay, wir waren gerade, jetzt ist das Bauschgarn schon weg, guck mal, das kann ich schon streichen auf meiner Liste. Dann das tun wir mal jetzt die Basics noch. Wir wollen noch die Basics und Stichlänge, Stichbreite. Das möchtest du jetzt auch erst noch erklären, bevor wir auf die Messer gehen? Die Messer haben ja was mit der Stichbreite zu tun. Ja, mir ist es egal. Okay. Also wir können gerne hier an der noch was erklären oder an der, wenn du, du möchtest. Wir können aber auch gleich wir können auch mal die unterschiedlichen Messer zeigen. Das haben wir es dann hinter uns. Wieso hinter uns? Ich wollte das aber auch da hinten noch mal zeigen, damit ich noch mal meine Meinung dazu sagen kann, falls dich irgendeiner interessiert. Das hier ist das Messer, das bewegliche. Genau. Du hast das eine Messer und das kommt von unten. Genau, das geht in der Bewegung hoch und runter. Das schneidet eben bevor der Stoff
zum eigentlichen Nähpunkt kommt, passgenau ab. Genau. Hier ist das Messer. Kommt das Messer von oben. Von oben. Genau, ich muss mal eben hier ein bisschen an der... Ne, wird mitbewegt. So, ich mache das Füßchen immer runter, lässt du das auch oben? Ich habe das nur gezeigt, jetzt, nee, mach mal, damit man die Bewegung sieht. Ja, genau. Also hier ist das Messer halt hier gelagert. Genau. Und da kommt das Messer in einer Bewegung eben von oben. Und jetzt haben wir gerade im Vorfeld schon miteinander gesprochen. Das ist auch ein bisschen anders zu handhaben natürlich als das Messer von der Mechanik her. Mir liegen diese Messer von oben irgendwie, ich komme damit besser klar als mit dem. Zumindest bei meinen Maschinen, die ich zu Hause hatte. Ich habe jetzt nicht nur Yukis zu Hause. Und da hast du gesagt, stimmt eigentlich so gar nicht. Also ich ja. Ich ja. Also ich arbeite auch mit beiden. Es ist für manchen schwieriger, das hier wegzuklappen. Aber es ist präsenter. Das Messer ist präsenter. Und ich finde, es ist doch auch leichter, das dann selber vielleicht mal zu wechseln, oder nicht, als das da. Und das habe ich noch nie gemacht. Ja, das ist eine Schraube. Okay, gut. Also bei dem hier kann man das einfach wegklappen. Das wird ein Stück zur Seite reingedrückt, genau. und dann klappt es. Und dadurch ist es einem bewusster. Dass es da ist und nicht da ist. Es ist auch so, je nachdem, was man für eine Maschine hat. Ne? Es gibt ja auch preiswerte Maschinen. Also wir haben jetzt hier Yukis und das sind tolle Maschinen, aber nicht jeder, der zu Hause schon eine hat und vielleicht jetzt wissen möchte, was man mit der eigenen Overlock-Soße schon da ist, machen kann, hat noch den Kauf, die Kaufabsicht, sondern will ja wissen, wie geht es bei mir. Ja. Bei einigen Maschinen ist es so, wenn ich bei Stichen zum Beispiel, wie bei der Flatlock-Naht, das Messer ausschalte oder in Rundungen das Messer ausschalte, dann kommt es ganz darauf an, wie das technisch gelöst ist. Manchmal wird das Messer nur arretiert. Und dann muss man bei einfacheren Maschinen wirklich an den Punkt fahren mit dem Handrad, wo das Messer ganz unten ist, um es dann außer Betrieb zu nehmen. Das passierte hier nicht. Mhm. Also da, wenn du das nämlich jetzt hier und dann arretierst es, also schränkst die Bewegung ein, dass sie nicht mehr geht, dann staucht es ja, dann bleibt es unter Umständen dann hängen, ne, wenn der Stoff doch ein bisschen zur Seite kommt. Und das ist hier einfacher gelöst, weil da ist weg und zwar ganz aus dem Arbeitsfeld, genau. Ne? Und wie ist es bei dem? Hier ist das von unten. Genau, warte, noch mal einmal langsam zeigen, dass man sieht. Entschuldigung. Nee, das ist gut. So, jetzt kommt das Messer da oben raus und ich habe jetzt eine Naht, um das Messer wegzustellen. Das muss ich jetzt tatsächlich gucken, wie das bei der ist. Ich habe es auch noch nie weggestellt, sonst müsste ich es nachlesen. Sonst gucken wir nach den anderen Maschinen, wo ich es auf Anhieb weiß. Aber eigentlich hätte ich jetzt hier gedacht. Ich glaube, du musst es rausziehen. Genau, da ist es schon weg. Ja. Ne? Mhm. Da war es richtig. Genau, das ist übrigens interessant und ganz wichtig. Und egal, welche teure Maschine in dem Fall, ne, hier weg, wieder dazu. Wahrscheinlich ist das deswegen, habe ich die lieber als die, weil ich das dann einfacher ist. Ich habe die Bedienungsanleitung hier vorhin gelesen. Und hier ist es so, dass es direkt runterging, aber genauso wie wenn man bei der Nähmaschine einmal den Transporteur versenkt, wenn ich das wieder zuschalte, kommt das nicht hoch. Man muss es einmal drehen, erst dann wird die Mechanik wieder dazu geschaltet. Also für dich ist es praktisch egal, ob das Messer von oben oder von unten kommt, das macht dir von der Arbeitsweise her, das ist dir egal. Ich glaube, so wie man dran gewöhnt ist. Also von der Arbeitsweise. Ich weiß, was du meinst. Also dadurch, das Messer ist fest am Messer, also der Messerblock ist jetzt hier fest vorne dran. Dort siehst du ja, dass das schiebbar ist. Mhm. Wenn jetzt ein ganz dicker Stoff kommt, also so ein ganz dicker Jeans, genau. Kann das auch sein, dass der Stoff das zur Seite drückt? Kann. Ja, da muss es ganz, ganz, ganz dick sein. Ne? Ja. So, das wäre so etwas, wo ich dann denken würde, ich bin daran gewöhnt. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage dessen, wie man mit der eigenen Maschine klarkommt, an was man sich so gewöhnt hat und damit ja auch weiß, bei welchen Situationen man auf was achten muss. Aber das erfordert natürlich auch jede Menge Übung nochmal und Ausprobieren und auch, dass man sich so ein bisschen da reinarbeiten genau. muss. Genau, und das ist, weil wir gerade beim Messer sind, da fällt mir das ein, was Overlocks überhaupt nicht mögen. Die mögen keine Stecknadeln. Nee, deswegen, also ich bin ja eh gegen Stecknadeln. Über die Stecknadel genäht, das Messer... Kappt zwar die Stecknadelspitze, aber danach brauchen wir ein neues Messer. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das sowieso. Das wäre dann schon schade. Okay, wenn jetzt gerade dazu keine Fragen sind, weil die Larissa, die sitzt da hinten. Ja, die ist gerade still geworden. Genau, sollen wir einmal kurz gucken gehen? Ja, wir gehen mal gucken. Komm, wir gehen mal einmal gucken. Dann hole ich hier mal den Faden durch. Ja, das machen wir gleich. Dann zeigen wir das einmal, wie das geht mit dem Umfädeln. Ich habe ausgiebig gekreuzelt. Ich halte mich hier ein bisschen zurück und lasse die beiden Expertinnen daran sitzen. Die Larissa hat
Sehr schön. Die Larissa, komm. Die Larissa hat den... Willst du dich einmal hier hinsetzen, Anne, dann, oder ihr wollt tauschen oder was auch immer? Soll ich rüber runter? Ja, genau, bleib sitzen. Wenn ich darf, bleibe ich gerne stehen. Okay. Habe ich das Gefühl, ich bin mal was größer. Hervorragend, dann setze ich mich dazu. Also okay. Die Larissa hat den... Den Kräuselfuß. Den Kräuselfuß genommen. Wo hast du das? Genau. So, da muss ich mal ganz kurz eine Anmerkung zu sagen. Ich mache ganz kurz eine Anmerkung. Tolle Füße. Ja. Aber die Beschreibung, liebe Firma Yuki, das geht besser. Ich habe mir das mal so kopiert, dass man das auch ordentlich lesen kann. So, also die sind so knitterig da drin, da muss ich dann noch mal anmerken, dass man da doch ein schönes Begleitbuch mal machen könnte. So, jetzt bin ich meine Kritik auch mal losgeworden. Oder ein Begleitvideo. Ja, das sind wir ja gerade bei. Also dieser Kräuseldrückerfuß macht dann Sinn, wenn man das erste Mal verstanden hat, was eigentlich ein Differential ist. Da können wir das gleich erklären, genau. Weil Differentialtransport ist ja wichtig. Wir haben zwar jetzt noch nicht die Stichlänge und die Stichbreite, aber Differential erklären wir schon mal. An den neueren Maschinen ist ganz wichtig, die aus dem Museum, die wir da drüben uns dann nochmal angucken, die hat das noch nicht. Nein. An den neueren Maschinen hat man den sogenannten Differentialtransport. Differentialtransport heißt, dass ich die Geschwindigkeit beim Nähen verändere. Das zeige ich gleich, wenn wir den Fuß dann abhaben. Und zwar haben wir hier ein N, das ist für normal, eigentlich für 0,0. Dann haben wir einmal 1,5 und 2 nach oben und hier haben wir 0,7. Und das bedeutet in der Tat, dass wenn ich den, und man sieht hier auch an der Seite und je nachdem, wie das bei den Maschinen gezeigt ist, dass das so ein Symbol von Ziehen und von Stauchen von ist. Das Stauchen können wir uns gleich nochmal angucken. Genau. Mhm. Und zwar verringert sich der Weg, den der Stoff vor dem Eintritt ans Stichloch macht. Die eine Kamera muss ich noch mal mitnehmen und dann müssen wir das mal hier ganz genau, kurz zeigen. Genau, wir erklären das noch mal eben wir kurz. Müssen nämlich mal hier. Tut mir leid, also so viel zu erzählen. Du kannst aber gerne auch mitgucken kommen, Larissa. Ich ja, genau. Larissa, komm einmal mitgucken, das ist schon wichtig. Also, weil das ist schon das der Transporteur ist hier zweigeteilt, ne? So, den vorderen und den hinteren. Und wenn ich jetzt ist die gleiche Geschwindigkeit mit dem im vorderen und im hinteren Bereich. Jetzt musst du mal bitte hier hingucken. Siehst du? So, dass sich hier dieser vordere Bereich verändert. Und zwar verändert sich der Abstand, nur der vordere Transporteur geht nach vorne oder nach hinten, verändert sich der Abstand zum Punkt, zum hinteren, dort wo das Stichloch ist. Und jetzt ist Folgendes, wenn ich nur 0,7 also als Faktor vom Stoff an hingebe und hinten zieht er 1,0 ab, das ist jetzt ein bisschen mathematisch, dann zieht er quasi und dehnt den Stoff aus. Kann man sich das vorstellen? Will mehr haben. Wir geben das nochmal hier in die Kamera und zwar sind da ja diese Bezeichnungen auf jeden Fall an der Seite der auch dran. Der will mehr haben, es wird mehr gestaucht. Und es kommt aber nicht und damit zieht er. Ja. Und im umgedrehten Fall, jetzt wird der Weg länger, kommt die doppelte, also bis zu 2, kommt die doppelte Menge Stoff an, als die hinten abgenäht wird. Und dadurch entsteht die Kräuselung. Mhm. Das ist die Wirkung des Differentialtransportes. Und das wird ausschließlich über diese Veränderung, dadurch verändert sich die Geschwindigkeit und eigentlich der Weg, der vom vorderen Teil des Stoffes genommen wird. Das ist das, was dann wichtig ist, um einhalten zu können oder dehnen zu können, um einen Rollsaum zu machen, der sich dann so wählt. Genau. Und beim, jetzt können wir wieder jetzt können darüber wir wieder gehen. Hingehen. Genau. Jetzt ist und die Larissa. Bei diesem Kräuseldrückerfuß ist es so, dass der zweigeteilt ist, dass ich, jetzt setze ich mich doch mal ganz kurz, dass der zweigeteilt ist und zwar wird der Stoff, den ich jetzt hier annähen möchte, einmal oben eingeführt. Und der unten drunter gekräuselt wird, der wird dann ganz... Jetzt haben brauchst du noch ein Stück? Ja, gib mir mal das nochmal. Oder? Ich weiß nicht. Wir können jede Menge schneiden, wenn ich eine Schere habe. Habe ich gerade nicht an der Frau. Alles gut. Hast du die Schere irgendwo? Liegt auf der anderen Nee, Seite. Alles gut. Ich habe doch. Ich bin ausreichend glücklich. Ne, das den weicheren, den nehme ich quasi oben hin. Den führe ich jetzt hier ein.
dieser Kräuselfuß hilft einem also dann ungemein, wenn man zum Beispiel solche Kinderröcke machen genau, möchte oder Balance viel dran näht und so. Oder das heißt, man kann das in einem Arbeitsschritt genau. mit der Overlock direkt auch natürlich gut an Jerseystoffe dran arbeiten, ne? Ja, ich kann aber eben jetzt hier beispielsweise auch unten ein Jersey und oben einen festen. Ja, ich wie auch jetzt immer. Also es, für mich ja. ist immer so, der Haupteinsatzgrund wäre jetzt für mich so Kinderkleidung. Und mit diesem ja, Röckchen. Oder jetzt alles, was mit Volants ist. Ja, ne? Genau. So. Volants sind ja auch gerade mal wieder in Mode. Und? Ich habe jetzt ein Differential irgendwie gar nicht eingestellt. Ich habe es schon gerade gemacht. Na klar. Ja, ja, ich habe schon den Blick drauf geworfen. Ich war wieder bei Null. Das heißt, du führst die beiden Stoffe einfach durch, diese, das durch den eine, Schnabel ein? Das obere kommt hier in dieses zweite Fach, in das obere Fach. Und dadurch kommt es nicht am Transporteur. Es wird also erst an der Stelle kommt es an den Transporteur, wo das Stichloch ist. Ja. Und das untere, das liegt voll auf dem Transporteur und wird dadurch gefangen und auch gekräuselt. Und das Ganze sieht dann im Ergebnis so aus. Genau, und jetzt kann man natürlich noch die Kräuselstärke dadurch variieren. Das kann man verändern, indem man beispielsweise auch an der Stichlänge was macht. Mhm. Wenn ich Stichlänge 4 habe, dann kommt mehr Stoff an, als wenn ich kürzere. Also das muss man ausprobieren und auch, wie stark sich der Stoff kräuseln lässt. In dicken Jeans würde ich nicht kräuseln können, da würde der Jeans sich wehren. Auf keinen Fall. Larissa, bist du damit klargekommen? Es hat ein bisschen Übung gekostet, aber dann geht's gut. Okay, und du hast auch sonst schon mal mit der Overlock genäht? Also ich nähe normalerweise mit meiner Overlock nur geradeaus. Ja, genau, okay. Das heißt, es ist doch schon mal schön, dass wir da einen Erfolg schon mal gesehen haben. Ich würde jetzt gerne den zweiten Fuß noch mal ausprobieren, weil den haben wir ja jetzt erst eigentlich den ganz gut. Den habe ich schon auf die Seite den hast schon. Dann machst du, probierst du es mit der Anleitung alleine? Und dann kommen wir wieder her. Wenn du mir zeigst, wie man ihn abmacht, weil daran bin ich gescheitert. Der liegt wieder da vorne. Wie man den abmacht, den Fuß, ja. das ist ganz einfach. Einfach nur Füßchen hoch und guck mal, hinten ist ein schwarzer, kleiner Hebel. Wie an der Nähmaschine. Okay. Genau, und dann muss man natürlich nur die Nadel. Bei meiner Nähmaschine muss man nur einmal auf den Fuß draufdrücken. Das habe ich hier verzweifelt versucht, das hat nicht funktioniert. Okay, das ist was anderes jetzt, aber das macht ja nichts. Dann nehmen wir den mit dem kleinen Haken hinten. Das ist ja auch noch leicht zu bedienen. Und den willst du jetzt nehmen? Probier, mach. Genau. Und wir kommen wieder. Das ist aber nicht der zweite. Die Butter hat hier schön nummeriert. Der zweite ist hier. Warte, komm, ich habe das alles schön. Dieser Elastikdrücker. Das ist der Elastik. Der ist cool. Was mich aber daran irritiert hat, ist dieses Metallteil. Das kommt nach vorne. Ja, aber die... Guck hier. Welches Metallteil? Auf dem Bild ist hier so ein... Und das ist hier nicht, da ist nur hier unten diese kleine. Aber wenn ich das nicht brauche, ist gut. Das ist einfach ein Bild von der anderen Maschine. Deswegen, wir haben ja gesagt, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Also du kannst hier mit diesem Hebel hinten das nochmal höher stellen. Na, das hat ja dann noch den zweiten Hub. Genau. Dann kann man das drunter schieben. Das brauchst du, glaube ich, gar nicht anheben. Das passt auch so. Und dann kannst du den... Ja, wir mussten vorhin auch so ein bisschen und den Fuß vor allen Dingen vom Gaspedal weg, ne, und eigentlich auch ausstellen, so. Aus sicherheitstechnischen Gründen. So, und dann muss man so ein bisschen das finden, aber das machst du am besten gleich selber und dann einmal runterlassen, dann müsste das eigentlich wieder reingehen. Ja. Ich würde aber dann auch nochmal die Fäden hinterher nochmal anziehen, um zu gucken, ob die Naht auch wirklich dann funktioniert. Okay, du probierst den zweiten jetzt ganz wertfrei aus, ne? Du als meine Anwenderin, die nicht schlauer ist als ich, das finde ich ganz hervorragend. Ganz genau. Guck mal, ob du das ausprobierst. Gummiband ist da vorne da, Stoff kannst du dir noch abschneiden und alle Reste kannst du in diese Kiste hier schmeißen. Wunderbar. Ja? Super, dann haben wir den einen schon mal gezeigt und für alle, die halt viele Kinderkleider nähen, ist sowas schon oder gerne mit Volants arbeiten, ist das schon eigentlich eine ganz gute Sache. Werde ich zu Hause jetzt auch ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, probier aus, wir kommen gleich wieder und hören, wie es dir ergangen ist. Ich habe schon wieder nackig gemacht. Du hast schon wieder nackig gemacht, wobei in diesem Augenblick mache ich jetzt noch mal kurz auf was aufmerksam. Ja. Dann können wir nämlich noch mal gleich zu dieser wunderbaren Aktion rüberschalten. Und zwar können wir die mal eben vielleicht einblenden, liebe Henrike, nämlich, dass jetzt einen Monat lang ab gestern die Happy Summer Overlock Power Aktion von der Firma Yuki läuft. Das heißt, falls ihr euch entscheiden solltet, eine MO1000 oder 2000 anzuschaffen, dann... Ja, kriegt ihr dieses Füßchen-Set, was die Larissa heute für uns netterweise ausprobiert, gratis dazu. Und dieses Füßchen-Set könnt ihr auch übers Wochenende bei unserem YouTube-Gewinnspiel gewinnen. Also nur das Set, nicht eine Overlock dazu. Nicht, dass ihr euch da vertut. Ne? Ihr könnt das Ganze aber auch nochmal nachlesen auf unserer Website. Da ist das alles nochmal in einem Artikel wunderbar für euch zusammengefasst. So,
Liebe Anne. Ja, also so, du hast schon wieder nackig gemacht. Und was du mal mit deinem nackig machen? Also beim nackig machen sieht man am besten, was ich jetzt erklären will. Was kommt jetzt als nächstes dran? Ich habe meinen Zettel nicht mehr, ist auch egal. Komm, wir haben schon ganz viel erklärt. Auf der Rückseite muss ich das irgendwo liegen, ich da schon. Wo ich gemalt habe. Also, was ist der nächste Punkt, den du ansprechen möchtest? Der nächste Punkt ist, die Abschnittbreite ist eigentlich die Stichbreite. Genau, das war wichtig. Wann verstellen wir das Messer? Das Messer stellen wir dann, je nachdem, wie breit wir die Naht haben wollen. Ausprobieren einmal. Das also hier ist das Messer verstellt. Seht genau, ihr? Wir können das Messer verstellen. Der Messerblock fährt quasi nach rechts. Ja. Und da der Messerblock, also dort, wo geschnitten wird, dort dann der Stoff ankommt und von der Kette umfasst wird, ist je mehr der nach rechts geht, desto breiter ist die Gesamtnaht. Mhm. Ne? Je weiter ich nach links gehe, desto schmaler wird das Gesamte. Einzustellen habe ich nur die Stichlänge und die Breite, indem ich das die Messer Abschnittsbreite einstelle. Genau, das ist ganz wichtig, wenn man halt jetzt über die Stichänderung nachdenkt. Mhm. Das heißt, ich kann die Breite über die Einstellung von dem Messer regulieren. Das ist bei der jetzt hier halt ganz komfortabel gelöst, weil da unten ist so ein wunderbares Rädchen für Dummies. Ne? Da drehe ich dran. Jetzt bin ich hier bei so einer, um jetzt mal bei den beiden verschiedenen Systemen zu bleiben, weil vielleicht auch nicht alle das haben. Da würde ich dann, ich weiß irgendwo, gar nicht, ob ich dann hier oben dran drehe oder unten. Irgendwo musst du aber auch, ja klar. Ich meine an der Seite. Genau. Da ist, sieht man es hier. Genau, ja, da wird, doch. Da, genau, und da wird sozusagen die Stelle, an der das Messer fest anschlägt. Warte mal, ich brauche auch was zu zeigen. Genau. Ja. Das ist das Stückchen hier. Also bei den beiden Maschinen wird das über Rädchen gelöst. Bei der hier ist es auf der linken Seite. Und da habe ich es komfortabel, alles, was die Bedienung angeht, auf der rechten hier Seite. Innen drin. Da findet man auf jeden Fall, denke ich mal, bei seiner Maschine auf jeden Fall immer den richtigen Punkt. Aber wir sehen gleich noch einen ganz großen Unterschied beim Komfort. Und zwar ist es so, dass wenn man jetzt normal näht, dann kann es ja auch sein, ich habe ein ganz feines Material. Das wird zwar jetzt passgenau abgeschnitten, aber dann kommt es an und wird zusammengestaucht, weil es einfach zu fein ist. Und wir erinnern uns an den Overlock-Fuß bei der Nähmaschine mit dem Kettelfinger. Und den, jetzt brauche ich meine Pinzette. Was brauchst du? Ja. Genau. Und den haben wir hier bei der Overlock auch. Und zwar ist das dieses Teil hier. Das ist der Kettelfinger. Der liegt jetzt genau da drunter, so breit, wie quasi der Stoff ankommt und stabilisiert die Schnittkante. Und dadurch wird das eben ganz, ganz, ganz sauber. So wie bei der Nähmaschine mit dem Overlockstich, wenn wir dieses entsprechende Füßchen genommen haben. Jetzt gibt es aber die Situation, dass man einen Rollsaum machen will. Und beim Rollsaum, das sagt der Name, soll sich das einrollern. Mhm, genau. Und so wie man es früher rolliert hat, indem man es eingerollt hat, nimmt man hier die Kettelzunge weg. Und deswegen gibt es bei ganz vielen so ein Hebelchen. Mhm. Und dann gibt es N und R für Normal- oder Rollsaum. Ja. Und hier ist es so, dass ich... Den einfach die Nase, dann sieht man das auch ganz hier toll. Hier, das verschwindet. Ja. Da ist er weg. Jetzt kommt der Stoff an, wird nicht stabilisiert und wird quasi durch die Fadenspannung, die man gegebenenfalls ändern muss, gezwungen eingerollt zu werden. Und das muss ich hier mir überhaupt nicht, also wenn man das gar nicht sich optisch bewusst macht, was da passiert, kriege ich das gar nicht mit, weil zack, weg ist es. Ne? Hier ist es dasselbe. Und hier ist es genauso, genau, da wird der Kettelfinger nach hinten gezogen. Da klappt er weg. Das sieht ein bisschen spektakulärer aus, aber hier ist halt auch einfach weg, wenn man das hier so sieht. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist das Entscheidende und das haben wirklich auch alle Overlocker, diesen Kettelfinger. Wenn der weg ist, dann hat man die Maschine soweit schon mal vorbereitet, dass man den Rollsaum machen könnte. Und dann muss man eine Nadel rausnehmen und je nachdem, um was es für Material sich handelt, ob das jetzt ein ganz feines ist und ich mache sicherheitshalber lieber einen etwas breiteren Rollsaum, mache ich die rechte Nadel raus. Wenn ich jetzt einen ganz schmalen Rollsaum haben will, dann nehme ich die linke raus. Und dann bleibt die Kette nur ganz, ganz, ganz schmal. Wir machen es dann auch mal direkt. Ne? Ich würde sagen, wir machen es direkt. Und zwar hat die Kirsten uns netterweise dieses Jahr im Publikum und auch sonst immer uns treu ergeben, uns ein Kinderkleidchen zur Verfügung gestellt. Sie hat noch eine Bringschuld zu liefern. Und da die Kirsten auch immer so lieb ist und hier mitmacht, haben wir gesagt, auch wenn wir schon Rollsaum vorführen und das nicht an irgendetwas machen, hat sie sofort gesagt, okay, dann habe ich ein Kinderkleidchen mitgebracht. So, ich
packe den ganz normalen Fuß jetzt einfach hier mal wieder drunter. Und wir werden jetzt mit diesem wunderbaren Ton hier das mal eben vorführen. Was hat die Anne, macht das? Was brauchst die du noch? Die Anne nimmt sich jetzt was. Guck mal, das ist jetzt Yuki. Wir haben schon das wieder ist das nicht nur, ach, hier ist es auch. Ich da ist, also, doch, da ist es. Das ist nicht nur zum Sauermachen, zum Sauermachen, sondern auch zum Festhalten. Ja, ja, das ist eine tolle damit, Idee. Aber du bist in der falschen Maschine. Weil wir wollen das hier machen. Dir, alles klar. Weil die ist nämlich richtig eingefädelt, meine Liebe. Dann brauchen wir nicht noch so einen Hampel zu machen. Ich wollte da noch mal kurz drauf hinweisen. In der Zeit, in der du umbaust, erzähle ich noch was. Ich will gar nicht umbauen. Welchen willst du denn raushaben? Welchen willst du raushaben? Nimm die linke bitte raus. Die linke. Man muss ja immer bei der Overlock in diese, also dadurch, dass diese Verschlingung ist, kommt man quasi nicht in die Overlock rein, so ohne Probleme. Bei der Nähmaschine macht man Fuß hoch, legt das Material runter und bei der Overlock muss man reinnähen. Das liegt daran, dass die Kette, wenn sie denn schon gebildet ist, miteinander so verschlungen ist, dass man dieses quasi nicht, also man kommt nicht rein. Die ist einfach dicht an der rechten und an der linken Seite. Und da gibt es eine Möglichkeit, die ich jetzt gerne mal zeigen will. Aber ich stelle mich immer hier bei diesem Fußfinger etwas ungeschickt an. Da freue ich mich, dass du dich auch mal bei was ungeschickt anfühlst, ja, und ich nicht immer die Einzige bin, die sich da ganz ungeschickt anfühlt. Was machst du denn da gerade? Ja, erklär uns das. Hilf ich versuche mir. Hier den Fuß wieder drunter zu machen. Ach so, da muss es ein bisschen hochheben. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen. Das ist, da muss man einmal so ein bisschen frickeln, aber wenn es dann jetzt sitzt, dann sitzt es. Genau. Das ist mal die beste Sache. Jetzt habe ich die Kette offen. Ne? Ja. Ich habe alle vier Fäden lose. Und jetzt kann ich überall, natürlich auch an einer Kante, aber ich muss nicht reinnähen. Sollen wir nicht mal was abschneiden? Nee, brauchen wir. Das soll eigentlich jetzt genau sein. Jetzt kann ich genau, wenn ich die Kette gelöst habe, einfach drunter legen. Ja. Leg ab und dann kann ich anfangen. Du musst aber da, das ist bei der ein bisschen schwierig, die ist ganz zickig, so. Die will, dass das auf jeden Fall geschlossen ist, aus sicherheitstechnischen Gründen. Ja, das ist ein Schutz. Genau. Ja. So, da kann ich quasi einfach losnähen. Weil ich hier nicht in das Material hinein muss, sondern ich kann an einer ganz konkreten Stelle, wenn man dann auch noch einen Kettelfinger dazu schaltet, ne, dann wird es auch noch ganz schön. Hast du es denn gerade noch weg? Ich habe es gemerkt. Aber den Unterschied sehen wir jetzt halt. Ja, das sehen so. Wir das. Wenn man es vergessen hat. Wenn ich jetzt an einer ganz konkreten Stelle aufhören will, ja, das ist noch nicht das Sichern, dann geht es genauso wie bei einer Covermaschine. Ich hebe den Fuß. Die Nadeln müssen an der ganz hohen Stelle sein. Heb den Fuß, nehme mit einer Pinzette die Fäden, schneid die vorne ab, zack, zieh das Ganze nach hinten raus, habe dadurch die Kette wieder gelöst und habe am Anfang und am Ende anfangen können, ohne schräg reinnähen zu müssen oder schräg raus. Okay, guter Tipp. Super. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal, was passiert. Den Unterschied, das wäre jetzt schon fast zum Einrollen gewesen, weil wirklich sich ein Stück der Kante rumgezogen hat, weil der Kettelfinger da fehlte. Dann habe ich es gemerkt, habe ihn zugeschaltet und schon sieht das wieder sehr viel schöner aus, weil unten drunter das Metall ist, das es stabilisiert. Genau, und manchmal sitzt man davor und weiß gar nicht, wo der Fehler liegt. Und es war eigentlich nur dieser kleine olle Hebel, der da falsch rum war. Ja. So, ich habe jetzt hier gar nichts gemacht, außer dass ich hier die linke Nadel rausgenommen habe. Und den Rest überlasse ich wieder meiner Expertin, die ich mir heute eingeladen habe. Weil ich ja so wunderbar auch immer nur geradeaus und nur versäuber mit der Overlock. Also im Grunde habe ich ja schon erzählt, komm, was jetzt mit dem Rollsaum ist. Man nimmt die Kettelzunge weg. Also das habe ich noch nicht getan. Einfach zack, nach vorne, jetzt ist er weg. Dann muss man, jetzt wäre es natürlich schön, na, wir nehmen mal das hier zum Ausprobieren. Ein bisschen würde ich jetzt schon spielen an der Optik. An der Optik. Jetzt haben wir hier noch den Differentialtransport. Soll es gedehnt werden? Ja, es ist auf jeden Fall der Saum für dieses kleine Kinderröckchen, was einen wunderschönen kleinen Kettelsaum hat. Also, bin ich da richtig, Kirsten? Es geht um deinen Rock. Komm mal einmal her, ich hol mal eben Mikro, dann komm. Nein, ich hol mal eben Mikro, komm mal einmal mit, damit wir die Optik festlegen können. Ja, erstmal übe ich. Nein, erstmal üben. Aber das Üben ist das Wichtigste, liebe Anne. Nee, du musst. Dich hört man nicht. Und wenn man dich nicht hört, dann nützt das alles gar nichts. Ja, komm, jetzt kannst du dich einmal dazusetzen.
Also ich habe gelernt, dass man zum Einstellen der Naht immer den Reststückstoff nimmt. Ja, von aber deswegen habe ich mal was geguckt, ob hier irgendwo was liegt, das ist total lieb. So, jetzt lass uns mal, genau, du musst relativ nah den Mund halten, meine Liebe. Ja. Und dann müssen wir einmal gucken, damit wir auch ja wissen, dass alles richtig ist. Sam, nichts passiert. So, also beim Rollsaum macht man auch eine ganz, ganz kurze Stichlänge. Ja. Ne? So, also ich habe jetzt hier, bei manchen steht dann sogar auch noch auf dem Stichrad, auf dem Stichlängenrad R für Rollsaum, genau. Ich habe es jetzt auf 1 runter. So, und jetzt hätten wir die Möglichkeit, ach, ich will ja nicht kräuseln, ich will ja dehnen, auch das noch zu machen. Ja. Jetzt gibt es gleich erstmal die Qualitätskontrolle von der Kirsten, ob das auch in Ordnung ist. Und dann kannst du den Rollsaum eigentlich gleich zu Ende nähen. Ja, ich muss mit der Anne noch so viel bereden weiterhin. Ne? Das ist jetzt glatt und das ist noch mit dem Differential gedehnt. Und wenn es dann auch noch dehnbar ist, also die Dehnbarkeit muss ja in die Richtung, dann kann man den auch noch so zu einer Welle machen. Hätte ich auch so gemacht. Also was an dem sieht das natürlich jetzt schön aus. Ich will bloß was Grundsätzliches dazu sagen. Manchmal macht man ja auch an dem Rolls. Manchmal, Jersey ist super. Jersey lässt sich hervorragend verarbeiten. Aber manchmal macht man ja auch ein Seidentuch. Also irgendetwas, was jetzt gewebt ist, ne, gestrickt ist. Also das ist einfach super, weil es gut festhält in den Maschen. Wenn ich jetzt aber einen ganz weich gewebten Stoff habe, Kette und Schuss, wirklich ein weiches Seidentuch, ein Chiffon, ein Organza. Und ich lege dann so viel Nähgarn in diese Faden, in diese Weberknoten quasi rein. Dann kann es sein, man ist fertig und dann zieht man die ganze Rollsaumkette ab und wundert sich, woran das liegt. Und in diesem Fall macht man es dann so. Der wedelt hier gerade so freudig rum und ich dachte, wird so angenehm kühl unten rum. Ja, schön. Deswegen habe ich soll ich die jetzt immer mitbringen? Bring ihn mal mit zum Wedeln. Ein lebendiger Ventilator. Ja, super. Deswegen ist es dann so, dass ich mitunter die linke Seite nehme. Oder ich nehme jetzt auch mal auf normal, weil hier brauche ich nicht damit rechnen, dass das gedehnt jetzt wird. Haben wir einen dickeren, jetzt hast du keinen Jersey. Jetzt habe ich den dickeren genommen, etwas dehnbaren um Jeansstoff. Das mal zu zeigen. Genau. Dass das dann mehr Sinn macht. Und jetzt war hier das an der Seite. Nee, weiter weg. Dann kann man in solchen Fällen quasi die Stichdichte verringern. Also du die hast die Stichdichte verringern und das ist jetzt ein dicker. Wenn wir einen Baumwollstoff hätten, wäre es noch mehr. Und mehr Abschnittsbreite und dann rollt es noch mehr ein und hat dadurch mehr Griff. Ich werde hier gerade gemobbt von meinem Kameramann. Ist das irgendwie verständlich, was ich meine? Für mich, nochmal. Für mich, also, ich wurde gerade aufgepasst. Gemobbt. Ich wurde gerade gemobbt. Ja, das weiß ich. Ich wollte mit Sam zu tauschen. Du hast gar nicht aufgepasst. So, okay. So, Kirsten, also, musst du es eins dran halten. Also nochmal, erklär nochmal, was du gemacht hast. Bei einem gewebten Stoff, wichtig ist es, ist der Stoff stabil genug, diese vielen kurzen Stiche zu halten. Wenn der Stoff zu weich ist, zu fein gewebt, dann können wir das zwar nähen, aber hinterher ziehen wir die ganze Rollsamkette ab und haben lauter ausgefranste Stellen. Warte, ich habe sowas hast da. Hast du sowas? Meinst du das Weiße, ne? Also sehr ich gut. finde, ich habe was ganz Fieses da. Das macht der immer. Ich habe nämlich einmal so ein Organza los, den Sam da unten, der wird wohl nichts machen. Das ist jetzt Ja, der hat mir jetzt hier die Möglichkeit... Wie, der hat jetzt sich jetzt auf den... Schieb ihn einfach weg, das macht der immer. Nicht, dass du immer auf den Schwanz trittst und der Rest der Das ist, wenn dann die Rute der Schwanz täte weh. Also, dann machen wir das so nämlich nochmal. Genau. So, das ist jetzt die Einstellung, die ich gerade, wie ich sie gerade hatte beim Jersey. Und jetzt arbeite ich auch mal Faden gerade. Seht ihr? Und da passiert nämlich genau das. Hinterher zieht man das raus, weil das zu viele Garnknoten sind, die jetzt vom Material nicht stabilisiert werden. Das hält gar nicht mehr, weil es praktisch ist so wie Prickeln. Ne, also es ist wie Prickeln an der Das hat den Stoff aufgedrückt ne, und dadurch, dass das dann so kurz ist. Und an der Stelle, weil da hat man ja auch einen Rollsaum, nicht nur für sowas, an der Stelle macht man mehr Stichlänge, also dass weniger
intensive Fäden da drin sind. Und dann muss man ein bisschen spielen an der Rollsaumabschnittsbreite. Wenn ich nämlich mehr Breite habe, dann wird mehr Stoff gefasst und umschlungen. Eingedreht, ja, der da ankommt, das ist dann insgesamt breiter. Ne? Mhm. So, ich guck mal, ob ich das noch ein bisschen. Unterbrechen. Ja, frag mal den. Ja, wir haben schon eine Stunde rum. Ja. Oh, okay. Ja. Frag. Ich darf. Oh, guck mal. Die Stefanie fragt nämlich: Geht das Ganze auch mitten im Stoff oder nur am Rand? Geht das Ganze mit was für? Mitten im Stoff oder nur am Rand? Es geht nicht mitten im Stoff. Doch, mitten im Stoff, das, was ich vorhin gerade gezeigt habe. Ja, mitten im Stoff, dann mach das nochmal. Also ein Rollsaum mitten im Stoff? Ja, du musst die Kette lösen. Du musst die Kette lösen. Okay. Du musst hier die drei Fäden ausnehmen. Das geht ja nur nicht da rein. Wo ist meine Pinzette? Das geht ja nur nicht da rein, weil das links quasi miteinander so verbunden ist, dass du nicht direkt runterkommst. Wenn du jetzt hier aber die Kette auseinanderziehen kannst, dann hast du ja jetzt hier nichts mehr, was stört. Da kommst du ja problemlos rein. Aber du arbeitest doch noch am Rand. Ja, mitten im Stoff. Ich habe das jetzt so verstanden, dass sie mitten im Stoff arbeiten will. Das geht ja nicht, weil dann wird ja was weggeschritten. Ach so, nee, so habe ich es jetzt verstanden. An der Kante, aber es würde beispielsweise, wenn ich jetzt, so wie in diesem Fall, einen Saum kann ich an einer Stelle einsetzen und wieder beenden. Das hatten wir gerade, dass man einsetzen kann. Aber und nun schreibt die Stefanie ganz aufgeregt, nee, ich meinte eine Fake-Cover-Lock-Stich. Ja, eben. Nee. Coverlock-Stich geht nur die Flatlock-Naht, aber das ist eben ein gefegter. Genau. Also es ist ein Leiterstich. Also ist nein. Was anderes. So, das ist es nicht. Also das, was wir machen, geht wirklich nur am Stoffrand jetzt gerade. Ja, das heißt, einmal die Einstellung zurück und dann würde ich sagen, kann die Kirsten das einmal nähen, damit die auch was zu tun hat und es nicht ganz langweilig ist. Möchtest du einmal die Einstellung nochmal selber machen? Kleiner, größer, dicker, dünner? Du musst nochmal probieren mit der Abschnittsbreite. Hier ist dein Läppchen noch. Ne? Genau. Und dann gucken wir uns nämlich gerade noch mal eben Altertümchen. Noch ein paar Altertümchen an. Ich würde gerne mal meine Bücher. Wir setzen uns dann da hinten hin und du holst deine Bücher. Meinst du, kommst klar? Wir sind ja hier. Wir sind da. Achso, den dritten Fuß. Wir können den einen erstmal noch mal zeigen. Nee, komm, wir sind einmal hier. Jetzt zeigen wir erstmal noch den zweiten Fuß. Hast du das hingekriegt? Ja. Super. Guck mal, ganz alleine, ohne dass ein Spezialist dabei war. So, dann zeig uns mal einmal kurz, wie das geht. Jetzt bin ich ja auch neugierig. Also, du hast den zweiten Fuß ausprobiert aus diesem Set. Und zwar ist das der, wie heißt der? Elastikbandfuß. Genau. Und ich weiß noch, in der Vorbesprechung hat Anne gesagt, das, was es muss man haben. Ja. So, und das ist auch echt toll. So, dann möchte ich jetzt mal gerne von dir. Also ich habe es erstmal an einem Stoffstück ausprobiert und habe dann das Elastikband einfach mal an den Rand angenäht. Ja. Und wie das funktioniert hat, habe ich dann gleich zwei Stücke zusammengenäht. So geht von wegen gut. Oberteil und Rockteil. Zum Beispiel ein Jumpsuit. Wenn du den in der Mitte mit einem Gummi versiehst. Die sind ja gerade ganz genau. Das geht super. Also man muss immer ein bisschen ausprobieren, weil hier mit dieser Schraube wird der Druck aufgebaut, der dann auf den Gummi wirkt. Also diese Schraube, das wird dort eingefädelt. Machen wir mal einfach einmal das, was einmal kurz zeigen. Diese Schraube, die hält quasi mit dieser Rolle den Gummi fest. Mhm. Und dann ist es wie beim Differential, der Stoff wird weggezogen, in dem Fall der Gummi wird weggezogen, aber der wird so durch diese Schraube festgehalten, dass der gedehnt wird und wenn der dann in die Entspannungsphase zurückgeht, also nach dem Nähen, dann zieht es den Stoff zusammen. Das ist der Hintergrund. Genau, zeig ich mal einmal. Also man muss das hier hochklappen, dann fädelt man das Gummiband hier durch die Öffnung ein, besten Fall. Ja, das ist so. Jetzt hebt man den Fuß und guckt, dass gleich vor die Nadel kommt. Sonst man kann aber auch noch mal eine Schere oder eine Pinzette zu Hilfe nehmen. Ne? Das wenn wird, man denn eine da hat und euch nicht stören alles, möchte. Geht alles auch ohne, aber es ist zur Not auch in der Klappe Kiste? Hier drin. Ah, gut, prima. Also du fädelst, legst das jetzt oben ein. Dann klappt man das runter. Ja. Das einzige Problem, das ich hatte, war dass ich ab und zu mal ans Gummiband gekommen bin mit dem Messer. Ja, ja. Aber das habe ich dann korrigiert, indem ich hier wieder hochgeklappt habe. Dann ist aber die Spannung vom Gummi runtergekommen. Aber ich denke, das ist auch einfach Übungssache. Und jetzt hältst du das Gummi ganz locker? Ja. Ja, weil die Schraube hält. Weil wenn man es mehr dehnt, dann macht man noch mehr Druck. Aber jetzt liegt es auch nicht richtig.
jetzt. Und auch hier macht man wieder über die Stichlänge. Das ist aber schon das Maximum. Kann man dann auch und über den Druck die Kräuselung beeinflussen. Genau, jetzt transportiert gerade irgendwas nicht. Hängt es nicht irgendwo? Das ist der typische... Ja, es hat gedauert, bis es gefasst hat, aber jetzt ist es drin. Und jetzt komme ich halt wieder mit dem Messer dran. Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich nicht mit Anna, ans Messer komme? Anna, jetzt bist du gefragt. Gibt es einen Trick? Dass du da nicht üben. Üben, okay. Also es ist natürlich abhängig von der Breite des Gummis. Du hast jetzt auch einen schmalen Gummi genommen, der da Spiel hat nach links und rechts. Wenn du einen Gummi hast, der genauso breit ist, wie da reingeht, dann wackelt nichts. Okay. Ne, das wäre jetzt der Trick. Der Trick. Ja, ich dachte, vielleicht kann man den Gummi irgendwie noch feststellen oder so. Ja. Das sind jetzt 5 mm. Also es gibt auch Füße, die haben zwei, sage ich jetzt mal, die haben 2 Führungen für schmal und für breit. Ja. Das ist alles gut. Und das ist, kann man von 5 bis 8 mm, glaube ich, benutzen. Ne, wenn man also den ganz breiten Gummi nimmt, dann ist es ein bisschen einfacher als mit dem schmalen. Aber das ist echt eine tolle Sache. Da muss man nichts klammern, nichts stecken. Genau. Und es wird auch gleichmäßig gedehnt, weil das die Schraube macht. Ne? Man muss nicht abspannen und so, sondern das macht der Fuß. Okay, super. Dann können wir da ja aufhören. Dann kannst du den dritten schon anfangen. Welcher ist denn jetzt noch ganz interessant? Also ich fand es ja alle interessant. Am interessantesten fand ich den Perlenaufnähfuß. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Doch, das funktioniert. Das soll wohl. Das funktioniert mit quasi wie ein Rollsaum, also mit einem Dreifädigen. Ja. Und da wird in Abhängigkeit von der Breite der Perle sozusagen die Stichlänge, sodass immer genau zwischen den Perlen Stich gemacht wird. Du sagst das so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Also ich denke, das ist ein toller Fuß, keine Frage. Und wer kleine Mädels hat und Prinzessinnen, der wird das oft brauchen. Was ich aber ausprobieren würde, Welchen haben wir noch? Wir haben noch den Biesen. Der Blind. Blind, genau, den Blindstich. Ich glaube, der ist noch nicht so wirklich gut, also... dass man mit dem ganz viel tolle Dinge machen kann, das haben ganz viele noch nicht so auf dem Schirm. Okay, dann machen wir erst, wir ziehen den jetzt ein bisschen vor, ne? Oh, so, das hakt so ein kleines bisschen, da muss man etwas... Ja, das hat meine jetzt nicht und das muss man einfach üben. Irgendwann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat... Also wir nehmen jetzt den Fuß hier, ne? Wir nehmen jetzt Fuß Nummer 4 und nicht Fuß Nummer 3. Lassen Larissa wieder allein in ihrem Unglück. Hast du schon mal einen Blinzer gehört? Ja! Komm, hau raus! Die Carina. Ja? Wie sah die Rollsaumnaht auf dem Organza aus und wie war die Einstellung? Ihr habt plötzlich weggeschwenkt. Das können wir zeigen, der liegt doch da. Ja, dann gehen wir da eben schnell hin. Das war jetzt die Einstellung, wo es angezogen wurde. Dran. Pass auf, ich sag dir bloß ganz schnell, bevor wir darüber gehen, etwas zum blinden Saum. Ja. Der ist nicht blind, der wird nur so gefaltet, dass er aussieht wie blind. Stelle dir vor, das ist dein Rock. Und den Saum willst du nicht sehen. Dann tust du den, weil wir ja jetzt versäubern in einem Arbeitsgang, dann stellst du dir vor, das hier ist jetzt innen der Saum. Und genäht wird so. Okay. Hier nähst du und mit dem Fuß und in Abhängigkeit von der Einstellung wird immer nur lange Stichlänge nehmen, wird immer nur ganz kurz links eingestellt. Und wenn man das dann aufklappt, ist hier die Versäuberung und da sieht man nur einen Stich. Okay. Also es ist nicht, der wird nicht blind und unsichtbar, sondern man näht den an einer unsichtbaren Stelle, gibt es auch mit der Nähmaschine auch einen Blindstichfuß, sodass man den, wenn man es dann hochgezogen hat, nicht sieht. Und wir werden das jetzt hier sehen, weil es schwarz ist und weil es ein dünner Stoff ist, aber wenn man jetzt einen Tweed hat, eine Hose hat oder am besten ist gemustertes und nimmt einen Garn, was in dem Stoff ein bisschen untergeht, dann sieht man es so gut wie nicht. Okay, wird und der Fuß hilft, genau an der Kante zu führen, an der gefalteten, sodass dann der Stich, der nach links geht, den man sehen würde, immer nur ganz schwach ist. Und das Stück kann ich dann aber auch abschneiden. Ja, ja. Okay. Guck mal. Berichte uns. Ich bin auch ganz neugierig. So, du bist fertig oder ist was Schlimmes passiert? Hier habe ich die Stichlänge auf, ich meine, 1,5 mm. Also es war zwischen 1 und 2. Und habe die Abschnittsbreite vergrößert. Und dadurch ist mehr Stoff da, der dann hier hinten mehr eingerollt wird. Und das macht das Ganze dann stabiler. Also das muss man einfach ausprobieren. Ne? Hat es geklappt? Hat es verstanden? Hat es den Ja einen Daumen hoch geschickt?
für die Erklärung. Man weiß es nicht, vielleicht kriegen wir die noch. Ach so. Gut, wir gucken uns jetzt eben schnell den Raum Rollsaum an, dann werden wir dich und Sammy wieder in den Zuschauerraum verbannen. Fertig? Ja, fertig. Ja, super. So, und schön. Wie schaut es jetzt aus? Komm, wir gucken uns das Ganze noch mal einmal an. Ich finde es prima. Das heißt, du kannst jetzt deine Bringschuld, ist jetzt abgearbeitet. Ich muss bloß jetzt noch den... Die Kette. Die Kette sichern. Mit genau, das in Ende. In die Naht reinziehen, ne? Ja. Ja, also warte mal, wir müssen die Kamera mitnehmen. Wenn ich das mache, ich ziehe die ja immer lang, das hast du ja vielleicht schon gesehen. Ich ziehe die dann lang, das zeige ich auch gleich nochmal. Ich würde die vielleicht hier hinten und dann mit zwei Handstichen festmachen. Okay. Weil das beim Reinziehen, das ist so schmal, da kommst du nicht rein. Und dann wird das so dick hinterher und das würde ich auch nicht machen. Aber so sichern am Anfang und Ende, das sollten wir nochmal zeigen. Okay, das machen wir gleich. Das heißt, du bist jetzt erstmal raus aus der Nummer. Du bist schon mal froh, dass es erledigt ist. Und wir haben schon mal kurz gezeigt, dass es eigentlich relativ schnell geht, so einen Rollsaum zu machen. Ja. Liebe Kirsten, vielen Dank. Bitte hat sich doch mal wieder gelohnt, hier vorbeizukommen. Ne? Du willst was zeigen? Ich will was zeigen. Ja, komm. Dann also keine uns wieder 20 hier hinsetzen. Minuten ich mache mehr offiziell. Okay. Nur ja. Sagst du immer. Komm, einfach. Lass dich von dem Martin gar nicht verrückt machen. Ich will ja keinen Druck ausüben. Nein, willst du nie. So, gib dir mal wieder das Mikro. Ich habe eins, ich brauche das nicht. Ja, das freut mich, dass du eins hast. So, in dem Moment, wo du jetzt deine altertümlichen Bücher rausholst. Die sind, ja genau, also das war das allererste Buch, was ich jemals über Overlocks in der Hand hatte. Ja. Das ist auch in Englisch. Ich gebe zu, ich kann bestimmt vieles beim Nähen, aber ich kann nicht Englisch gut reden, aber ich kann Englisch gut gucken. Ich finde, es sieht toll aus. Ja. Und Bilder kann ich gut interpretieren. Und dann hat mich hier eins der Bilder total fasziniert. Das ist mit einer Overlock gemacht. Das sind nämlich nur genähte Ketten. Und das muss ich einfach mal zeigen. Zeig das. Und zwar kann man, ich habe auch gerade gesagt, ich ziehe die ja immer lang. So, komm mal da runter. Wenn ich mit dem Stoff am Ende bin. Genau, wie sicherst du die Kanten? Ja, dann ziehe ich hier erstmal lang und zwar ziehen, richtig straff ziehen. Mhm. Ohne, dass man jetzt die Nadeln verbiegt. Ne? Zack. Nach vorne abschneiden. Ne, das ist jetzt so für mich meine Methode, das zu beenden. Wenn das nämlich nicht ist, wenn man die locker lässt, ich mache mal das andere ganz schnell, dann, und wenn man das dann durch eine, mit einer Wendenadel oder mit einer Stoffnadel einziehen will, was ja viele machen, dann habe ich ja auf der einen Seite Kette genäht, geht schon los. Ne, dann habe ich vier unterschiedlich, also zweimal zwei unterschiedlich lange Fäden. Weil die ziehen sich jetzt ja in die Länge und die anderen sind ja einfach viel kürzer. Und das umgehe ich, wenn ich sie lang ziehe, dann habe ich sie schon gleichmäßig lang. Das hier so nähen. Ich muss nachfassen. Wird ein extrem reißfestes Teil. Ja. Ich habe früher in der Schule, als es noch Handarbeiten gab, mussten wir Aufhänger nähen für den Mantel. Kennst du das ja, noch? Mit natürlich. Mehrfach Pferden hin und her und dann Langettenstich mit der Hand. Ja. Das wäre jetzt eine Alternative. Das kriegt man nicht zerrissen. Nein, auf keinen also Fall. Also man hätte, wenn man jetzt mal einen festen Faden braucht, wo man sagt, ich brauche wirklich was Reißfestes, kann man damit Kette nähen. Das kann man wirklich nutzen. Und in dem Fall ist die Kette genäht worden. Und das will ich jetzt mal zeigen und ist damit dekorativ. Und ich weiß gar nicht, ob ihr damals dabei gewesen seid, wo die Janet Spink uns das kreative Overlocking gezeigt hat. Da wart ihr noch nie da, ne? Also, das ist auch eine Frau, die hat mit Yuki bzw. damals Babylock zusammengearbeitet. Und die hat gezeigt... Was man alles damit machen kann. Okay. Und jetzt machst du gerade was. Das will ich mal was zeigen. Gleich. Die hat Kette an Kette genäht. Und jetzt musst du natürlich auch aufpassen, dass du das jetzt nicht wieder einschneidest. Ne? Ja, ich bin ja nicht an der Stelle. Ja, das meine ich so. Aber du schneidest jetzt gerade nicht ab, sondern versuchst an der Kette anzunähen. Genau. Ja.
So, und dann kann man quasi, wenn man jetzt hier noch Reihen dazu nehmen würde. Was meinst du mit Reihen dazu nehmen? Also den Differential auf 2 stellen. Okay. Dann kann das auch noch eine richtige, wie eine Spitze werden. Ja. Ne, und das kann man mit bunten, da kann man bunte Garne dazu nehmen. Es gibt Wollgarne, die kann man dann aufbürsten. Das sieht dann aus wie eine Fellborte. Ja. Also man kann eigentlich mit dem Garn aufs Garn nähend noch mal zusätzliche Effekte bringen, die, wenn jetzt ein Kleidchen, ein Kinderkleidchen wird zu kurz, dann kann ich mit Overlockgarn unten noch mal eine Welle zusätzliche, dran zaubern. Und zwar mehrere, so lange, bis ich keine Lust mehr habe. Das ist zwar ein bisschen eine Frage der Übung. Ach, ich bin immer in der falschen Richtung, siehst du? Eine Frage der Übung, ich muss dahin, ich will ja dehnen. Jetzt hast du ausgerechnet hinten an dem unteren Greiferfaden das kleinste Garn, das wird gleich aufgeben, Anne. Oh. Ich höre auf. Nein, nicht, wir müssten umfädeln. Ja, ne? Also so, dass das anfängt dann zu wellen, das wird jetzt hier schon mehr und dann muss man... Das ein bisschen ausziehen. Dann muss man beim nächsten Mal mehr und irgendwann fängt das an, sich zu kräuseln. Und dafür gibt es nämlich diese tollen Garne, die ich auch in Teilen mitgebracht habe, beziehungsweise was auch geht... Ich zeige das nochmal einmal kurz. Genau, hier. Dass man solche dicken Garne nimmt, weil durch diese... Greifernadeln, das sind ja keine Nähnadeln, die ich da an der Seite habe. Habe ich ein dickes Öhr und deswegen kann ich dort auch dicke Garne durchführen. Also willst du jetzt allen Ernstes das da durch? Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber solche Sachen gehen und es gibt auch die Möglichkeit, das müsste bei den Perlenannähfüßchen sein, dass ich so einen Perlgarn mitlaufen lasse für... den Rollsaum, dass es noch plastischer wird. Dass es etwas fester wird, genau. Da gibt es auch noch ein Füßchen. Und das sind so, es sind so Sachen, die jetzt hier in diesem Buch drin waren, auch noch mal hier genähte Kette, Moment, wo ich denke, man, hier ist über ein ganz feines Garn, wo man nicht nur zum Versäubern nehmen muss, sondern auch Schmuckeffekte erzielen kann. Und ganz viele tolle Dinge. Man muss einfach mal ein bisschen damit spielen. Hier, das ist nur Kette genähte. Ja. Und hier, jetzt kommt es gleich. Ja, ich hab's. Da. Ja. Cool, ne? Das sieht cool aus. Genau. Genau, das heißt, und Sie haben da so ein mittlerweile haben Anhänger wirklich alle, also es gibt ja ganz viele Buchverlage auch und eigentlich sind diese Buchverlage alle toll. Die Bücher sind in der Regel auch mit einer Maschine oder stellen die anderen nur so rudimentär vor, dass sie es an einer Maschine zeigen, wie ist es dort. Aber die Techniken gehen an jeder. Und der Unterschied ist, ich kann auch wirklich eine Einsteiger-Overlock nehmen, die klingt robuster, die ist schwieriger in der Einstellung, aber die Nähte dreifädig, vierfädig, Rollsaum, Differential, Flatlock-Naht, dreifädig oder zweifädig, wenn sie einen Konverter hat, gehen an allen. Aber wie schnell ich dahin komme und wie sicher ich da ankomme, das ist der Unterschied. Das heißt also, wenn wir jetzt auch mal über Maschinen reden, niedrigpreisig, höherpreisig, weil viele schreckt das ja dann doch auch ab, wenn wir das jetzt auch bei dieser Aktion sehen, die kostet über 1.000 Euro, machen wir uns nichts vor, ist eine Stange Geld, dann ist es für dich aber trotzdem immer noch ein Argument zu sagen, okay, ich investiere doch etwas mehr Geld, wenn ich da längere Zeit Freude mit haben möchte und sagen will, ich komme leichter zum Ziel, wie die Bedienung, die jetzt hier ist und letztendlich auch das Einfädeln ist bei der Maschine einfach geschenkt. Also ich sag mal so, ich habe ja solche Verkaufsgespräche geführt, je älter man wird, desto besser ist es für die eigenen Augen, nur noch psch zu machen. Genau, ne, so durchschießen. Und wenn man ganz viel näht und ganz oft einfädelt, ne, also dass man, die Larissa hat vorhin gesagt, ich habe mit meiner am Anfang viel, da waren diesmal gerissen und dann hast du Angst gehabt, dann hast du es ausprobiert und mittlerweile machst du es im Schlaf und tust immer alle vier neu machen. Genau. Dann ist das einfach. Aber wenn man das jetzt nicht so oft macht und dann denkt, oh Gott, wie war denn das? Oh Gott, wie war das denn? Und nee, dann lasse ich sie lieber. Genau. Dann sollte man lieber, um die Nerven zu schonen, ein bisschen mehr Geld investieren, weil das, dann läuft das. Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein kreativer Mensch bin, der sagt, ich will aber die Wave-Naht, ich will aber oft mal einen Rollsaum, ich will aber die Flatlock, ich will aber Zusatzfüßchen haben. Und dann mache ich eben nur zack und dann ist das eingestellt.
dann ist man mit einer höherpreisigen Maschine besser auf aufgestellt. Der sichereren Seite, als wenn man immer ein bisschen einstellen muss. Also okay. Und wenn man einen Mann mitnimmt zum Einkauf, wird es immer die teurere. Auf jeden Fall, finde ich auch. Sollte man sich gut immer, man sollte bei technischen Geräten immer den Mann mitnehmen. Genau, die sind da mehr begeistert davon und die sagen, dann gönn dir das. Doch, wir Frauen denken immer, das muss ich rechnen, das muss es gar nicht. Okay, Larissa hat Probleme. Jawohl, ich komme. Okay, dann kannst du mal eben ganz kurz sagen, was das für Probleme sind. Also ich habe es jetzt zweimal so ausprobiert, wie du mir es gesagt hast. Es frisst sich jedes Mal die Raube hier fest. Okay. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es wird gefressen. Gut. Okay, dann gucken wir. Dann schaue ich mal, ob ich und du machst eine Weile was. Genau, ich gucke einmal ganz kurz und mache das Telefongewinnspiel. Du löst jetzt erstmal das, was gefressen wurde, damit wir dann wieder an den Maschinen Punkt kommen. Die Hunger haben. Ja, genau, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen. Es hat sich rumgeschlungen. Okay, wir haben ja noch ein nettes Telefongewinnspiel. Und zwar gibt es in diesem Telefongewinnspiel einmal unser wunderbares Schablonett zu gewinnen. Und ein Satz netter Etiketten von der Firma Dortex plus ein paar Kleinigkeiten von der Firma Yuki. So, und zwar lautet meine Frage, wie lange, in welchem Zeitraum läuft denn der Happy Super Sommer Overlock Aktionsmodus? Jetzt bin ich raus. Ich komme nicht darauf. Power-Aktion, sowas, genau, mir fehlt das Wort Power. Also, wie lange, in welchem Zeitraum läuft denn diese Aktion von Yuki? Alle, die jetzt diese Telefonnummer da unten sehen, können jetzt anrufen. Einer kommt durch. Falls die Erste oder der Erste das nicht richtig beantworten kann, wird dann die Nächste ausgewählt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr durchkommt. Versucht euer Glück, denn dann bekommt ihr das nette Schablonett und auch die Etiketten zugeschickt von mir. So, das ist die Frage. Also die Happy Sommer mit Overlock Power Aktion. So, jetzt habe ich es. Ich lerne es. Irgendwann lerne ich das noch. So lang. So, ihr habt es jetzt wieder geklärt. Wir warten, bis jemand anruft und durchkommt. Es hat immer wieder eingezogen. Du bist nicht weitergekommen mit dem Stoff. Die Raupe hat sich hier zwischen diesen Steg eingeschlungen. Und dann hat sich das gestaucht und der Stoff ging nicht nach hinten nicht raus. Okay, also wir sind beim Blind. Säumen, was dir so wichtig war, Anne. Ja. Willst du es einmal ausprobieren, um zu gucken, wo der Fehler liegt? Das geht gar nicht anders. Wir müssen die linke Nadel raus. Wir müssen die Nadel rausmachen? Ja. Ist die, hat die sich verbogen? Nee. Aber wenn die jetzt hier oben drüber ist, das kommt ja da hinten gar nicht mehr raus. Guck mal, da ist ja nicht offen. Das schlägt sich drüber, genau. Okay, aber nimmt uns ein Stückchen mit. Was ist jetzt? Ja. Was machst du jetzt als Nächstes? Das Hilfreichste ist immer einmal langsam am Handrad drehen. Ne? Erstmal langsam am Handrad drehen. Genau. Und gucken, kann die das überhaupt machen, was wir von ihr erwarten. Und das kann die in dem Fall nicht, weil hier hinten ist ja keine Unterbrechung. Das ist ja fest. Ja. Und wenn ich jetzt quasi hier nähe, dann passiert ja, staucht es hier. Es geht ja nicht raus. Ja, okay. Deswegen müssen wir die linke Nadel raus. Okay, ne? Dann machen wir das mal. Machen wir mal. Wir machen eben die linke Nadel raus. So. Da ist auch immer zu empfehlen, diese Schrauben nicht ganz so weit rauszudrehen. Und vor allen Dingen weil wenn unbedingt die wieder fest. Und ganz fest, genau. Das, was unsere Nähkursteilnehmer die Schrauben gesucht haben. Boah. Und das ist wirklich die Hölle, das kann ich auch nur jedem sagen. Bitte, bitte, bitte immer sofort wieder ordentlich festdrehen. Ne? Und das hier ist dazu da, dass man als verlängerter Finger quasi, wenn man es dann wieder reinmachen will. Das ist ganz praktisch. Dass es dann auch nicht darunter fällt. Genau. So, jetzt kommt der linke Nadelfaden weg. Gut. Da haben wir vorhin mal drüber gesprochen. Genau, wir wollen noch über die, wie wichtig ist das, dass man den Druck verändern kann? Naja, also es ist schon hilfreich, wenn man es hat. Ja. Und wenn man wirklich jetzt Transportprobleme hat, dass man dann auch sieht, man kann das ändern. Guck dein Telefon. Okay, gut, mein Telefon geht. Das heißt, du nimmst uns gleich aber wieder nochmal weiter mit. Dann gehe ich da mal ganz schnell los und werde dann jetzt meinen Hörer abnehmen. Hallo, hier ist die Britta vom BlaBlaCafé. Mit wem spreche ich? Hallo, hier ist die Carina. Hallo Carina. Ja, weißt du denn, wie lange die Happy Sommer mit Overlock Power Aktion von der Firma Yuki läuft?
Ja, vom 15.08.2019 bis 15.09.2019. Ja, super! Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, das stimmt. Auch wenn der Name etwas lang ist, es geht genau einen Monat lang. Seit gestern startet die Aktion. Von wo aus rufst du an? Aus Dresden. Ja, schön. Dann liebe Grüße dahin und dann dir viel Spaß mit dem Schablonet und den Etiketten und bleib weiter bei uns in der Sendung. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. So, guck mal. Am Ende der Sendung weiß ich, wie es heißt. Ich bin mir ziemlich sicher. So. Puh. Jetzt haben wir das. Anne, bist du da jetzt ein bisschen weiter fündig geworden? Ja. Aber, ich tue immer mal wieder die Kamera fast. Ach, das macht nichts. Das muss die Kamera dann auch... Das tut mir leid. Nö, alles gut. Warte mal. Ja. Was kann man denn hier stellen? Das ist immer die Sache, wenn man live unterwegs ist. Ja, und du hast auch das da gerade, glaube ich, nicht durchgelesen, ne? Soll ich da nochmal drüber gucken? Da steht auch nichts dazu. Da steht nur den Vorschubregler auf 4 stellen. Und das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, aber eigentlich hätte ich jetzt, also so ist es bei meiner, bin ich davon ausgegangen, dass das an der Stichkante ist. Das ist aber nicht so ganz an der Stichkante, wobei es aber funktioniert, also von der Sache her. Okay. Also wenn man sich das Bild genau angeguckt hätte, wäre aufgefallen, dass nur eine Nadel drin ist. Aber da muss man echt genau hingucken. Ach so, da ist nur eine Nadel drin und das ist aber nicht extra beschrieben, dass man die Nadel rausnehmen soll. Also wenn ich die Führungsplatte... Also dann müssen wir das schon mal anmerken, dass da ein Verbesserungsvorschlag ist an dieser Stelle. Nee, alles gut. Wirklich, wenn man das... Ne, wer liest, hier hast du die Führungsstellschraube, die habe ich jetzt gerade, habe ich gedacht, da ist doch was zum Drehen. Ja, das ist ja nicht gemacht. Genau, wer liest, ist klein Vorteil. Aber von der Sache her habe ich es gut trotzdem hingekriegt. Also, beim blinden Stich wird immer auf der blinden Stoffseite des zukünftigen Saums genäht. Ja. Also man näht hier... Und mit der Overlock dann so, dass nur ganz schmal in diese Falte hinein getroffen wird. Mhm. Und wenn man das Ganze dann aufklappt, das ist jetzt immer noch die linke Seite, hat man auf der rechten dann alle 4 mm nur so einen winzigen Stich, der dann kaum zu sehen ist, wenn denn die Bedingungen so sind, wie ich vorhin sagte. Ne, wenn du jetzt ein gemustertes Kleid hast und du hast einen Farbton genommen, der da reinpasst. Oder wenn wir jetzt auch einen hellblauen Faden hätten, genommen hätten, würde man das auch nicht kaum sehen. Genau, das ist ja bei einem Blindstich auch so, dass man dann zwischendurch immer mal wieder einen Gewebefaden muss man ja sehen. Das heißt, aber hier kann man dann auch wirklich, und das ist dann auch wieder schön für Jersey, nicht nur für Webware jetzt hier auch in dem Fall, dass man sagen kann, ich habe sofort eine versäuberte Kante und eben meinen Saum blind angenäht. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Also ich willst du es noch mal einmal ausprobieren? Gerne, ja. Okay, dann lass ich es drin und du musst es wieder reinfummeln. Okay, das heißt, die Larissa, die zersäbelt jetzt noch mal hier so ein kleines Stückchen und versucht das noch mal, um hinterher zu sagen, das ist jetzt... Der Fuß ist nicht ganz dran, musst du noch mal gucken. Mhm. Ich wollte mal an der Stellschraube gucken, wie die sich bewegt, wenn du das machst. Noch mal zur Seite, denn jetzt so wie es, die müsste weiter nach rechts, damit es dann wirklich klappte. Na? Vielleicht kannst du es dann noch mal hinkriegen. Ja, bitte. Ja. Funktioniert das denn auch alles mit Jersey, möchte die Ella wissen. Na klar, Ella. Das funktioniert also bei Jersey würde ich aber vorschlagen, weil das Jersey ist ja ein bisschen ein widerspenstigeres Material, was so die Führung anbelangt. Bei Jersey würde ich vorschlagen, dass diese Kante, die hier vorher gebügelt ist, sodass das jetzt wirklich dann glatt liegt. Oder auch vorher ein bisschen vielleicht mit Sprühstärke, Sprühstärke oder mit Stylefix oder Wondertape. Genau, irgendwie ein bisschen fixiert ist. Irgendetwas, genau. Nur eben immer aufpassen, wenn man Stecknadeln drin hat. Auch bei Stecknadeln gibt es einen Schrägzug. Wenn man das wirklich gut gebügelt hat, dann ist alles keine viel besser. Keine Stecknadeln. Ihr müsst es irgendwie anders feste kriegen. Keine Stecknadeln. Ja, nein. Aber also ich bin dagegen. Bei einem Jersey ist ein Blindsaum eher ungewöhnlich. Also einen Blindsaum nimmt man wirklich so an Webware, um... einen unsichtbaren Saum zu haben. Genau, bei Jersey gibt es Alternativen. Coverstich oder einen schönen Zierstich oder ein Bündchen annähen oder einen Rollsaum. Aber es würde auch gehen, aber ich glaube auch mal, das muss man üben. Ne? Ja, klar. Also ohne Übung geht da gar nichts. Den
Abstand, wo man dann steppt und wie weit die Abschnittsbreite ist. Deswegen war das so super, Kirsten, dass du da noch so ein Stück Stoff dabei hattest. Denn das, man muss sich immer rantasten für jedes neue Material. Man kann zwar die Maschinen eingestellt haben, aber das, was man machen will, einmal ausprobieren. So, jetzt haben wir trotzdem noch was. Und da will ich jetzt auch noch schnell darauf aufmerksam machen. Nämlich nicht nur schnell, sondern du hast ein wunderbares Forum. Und das schon über mehrere Jahrzehnte jetzt. Ne? Jetzt können wir es bald sagen. Seit 20 Jahren. Genau. Applaus, Applaus, Applaus. Da wird es nämlich auch einmal eingeblendet. Ja. Dein wunderbares Forum. Guck das Blabla. Genau. Da sind wir gerade auch mit dabei. So, ja, Anne, was tummelt sich da in deinem Forum eigentlich alles so? Was ist da los? Ja, in dem Forum sind viele Leute, die unter anderem sind ein paar jetzt live hier, die sich austauschen über alles Mögliche, Fragen stellen, ihre Sachen zeigen, die sie gemacht haben. Es gibt den redaktionellen Teil, das ist jetzt hier so auf der Startseite, wo wir was vorstellen. Also jetzt zum Beispiel, dass ich gerade hier bin. Bist, ja. Ne, dann haben wir da unten drunter, das ist mir wichtig, ganz viele Kurse zum 20. Geburtstag. Da können wir jetzt auch noch mal auf eine andere... Genau. Seite switchen, das machen wir nämlich auch, denn da oben steht schon 20 Jahre Hobbyschneiderin. Eigentlich stimmt es nicht ganz, weil es sind nämlich fast 21. Vor 21 Jahren bin ich ins Internet gegangen, aber vor 20 Jahren, dieses Jahr bin ich 20 Jahre im Internet, aber vor 19 Jahren, also sprich nächstes Jahr 20 Jahre, bin ich dann mit der Domain unterwegs. Mhm. Da habe ich dann die Domain gekauft, wer mal wissen wollte, wie das alles angefangen hat. Es ist eine ganz lange Geschichte, die platzt alle Rahmen. Das habe ich aber irgendwo mal erzählt. Was steht denn jetzt am Ende? Es ist nicht das Ende. Was steht am Ende dieses Tickers? Am Ende des Tickers ist der 23. Mai 2020, deswegen 20-2020.de, da machen wir in Öderan, das ist ungefähr 15 Minuten, Autominuten von Chemnitz entfernt, eine ganz große Party. Wir haben schon Zusagen von vielen interessanten Partnern, die mit uns zusammen dort feiern werden. Wir werden Workshops geben, wir werden Modenschau haben, wir werden eine liebe Freundin von mir haben, die mittlerweile Rock'n'Roll und Charleston tanzt und die in Dresden zu Hause ist und die sich freut, mit ihrer Tanzgruppe dort auftreten zu können. Wir haben ganz viele Dinge vor. Es soll natürlich auch was zum Kaufen geben. Es soll alles was zu essen geben und es soll vor allen Dingen, und das ist einer meiner wichtigsten Kooperationspartner, wir werden uns Öderan angucken. In Öderan ist die Negan-Fabrik Alterfiel. Und da werden wir uns die Fabrik angucken können und werden von Herrn Amrein geführt. Und das ist total spannend. Da war ich vergangenes Wochenende. Und das ist so, dass ich da rausgegangen bin und gedacht habe, wow. Ich weiß viel über Fäden, aber es gibt immer noch mal so was Besonderes. Wie kommt man jetzt dahin, wenn man dahin will? Erstens kann man sich im Forum informieren. Da gibt es direkt einen Forumsteil, da dreht sich alles um das Jubiläum. Und ansonsten kann man... auch einfach spontan dabei sein, dann kann man schlecht sich zum Kursen anmelden, weil das müsste man schon vorneweg machen. Okay, also es gibt auch Kurse und darüber bei deinem Forum kann man eigentlich auf der Webseite 20-2020.de steht alles und es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber ich kann es empfehlen, es wird bestimmt toll. Auf jeden Fall. Und da ist auch der Desaster dabei, den soll ich jetzt mal grüßen. Okay, gut. Wollen wir uns noch ein paar Schätzchen angucken oder wollen wir noch was über die Stoffe sagen, die man alle nähen kann? Ich habe da vorne noch so ein bisschen was aufgebaut oder hast du jetzt noch was dir ganz besonders am Herzen liegt? Sollen wir noch irgendwie was zeigen? Also, was ganz wichtig ist. Ganz kurz, haben wir noch Fragen, ganz wichtige? Haben wir noch Fragen? Ja. Also wichtig ist immer, dass man wirklich, wenn die Overlock-Naht nicht so aussieht, wie man sie gerne hätte. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Oder wenn man eine Maschine hat, die man noch nicht so lange hat und sich noch nicht so ganz im Klaren ist, wo stelle ich denn hier was? Dass man das, was du machst, für sich selber mal ausprobiert, und zwar 4 verschiedene Fäden, Farbfäden, und dann spielt Stichlänge, Stichbreite und sich anschaut und vor allen Dingen an der Spannung ein bisschen spielt. Und genau, das hatten wir noch gar nicht besprochen. Hier oben ist die Fadenspannung. Man liest auch ganz oft, ja, dann stell die doch erstmal alle auf Null und dreh die dann alle dann nacheinander. Das finde ich im Internet. Da habe ich auch gedacht, bloß nicht. Also egal, was ihr da lest, egal, wer den Tipp gibt,
Ihr könnt es ausprobieren. Also ich würde es keinem empfehlen. Also es ist auch so, wenn ihr euch das mal anguckt, hier oder da, ne? Ja, ist völlig egal. Da gibt es immer einen Bereich, auch bei den anderen Maschinen, die ich so kenne, gibt es immer einen Bereich, wenn es denn eine manuelle Fadenspannungseinstellung gibt. Bei den großen Babylockern ist das ja nicht mehr so. Die haben auch eine ganz andere Technik. Der ist sozusagen der Normalbereich. Der ist immer farbig markiert. Das heißt aber nicht, wenn ich mal auf 6 gehen muss, weil die Fadenspannung nicht mehr so gut funktioniert, dass das deswegen falsch ist. Ne? Das ist nur ein Hinweis, dass das nicht mehr so sehr gut funktioniert. Und dann hilft es, wenn man den Fuß mal hebt, den Faden oben und unten mal anfasst und mal so ein bisschen in die Spannungsscheibe geht. Genau, das ist ganz wichtig. Weil die Fäden, die sind, das haben wir beim letzten Mal ja uns mal angeguckt bei den Fäden, also gegen das Licht gehalten, dass die so flusig sind. Wenn das reines Overlockgarn ein 120er Garn ist, dann sind die immer so ein bisschen flusig. Und das zieht natürlich, wird es bei der Spannungsscheibe abgestrichen und irgendwann habe ich eine winzige Wollmaus und die hole ich mir dann raus. Oder wenn ich eben direkt mit dünner Wolle oder mit irgendwas genäht habe, dann bleibt schon auch mal was da drin. Was ich festgestellt habe, als ich noch so über Overlocks erzählt habe, vor Kaufentscheidungen, es gibt ganz unterschiedliche Vorlieben. Diese Spannungsscheiben und diese, das ist zum Beispiel was, hier kann ich gegebenenfalls mal ein bisschen sehen. Hier sehe ich gar nichts. Nee. Und es gibt, also ich habe es erlebt, dass Frauen gekommen sind und gesagt haben, nee, das will ich lieber nicht. Da kommt irgendwann mein Kind und macht mal so und dann merke ich das gar nicht. Die wollten lieber, wenn das diskreter ist und es nicht so klar ist, dass da was zum Drehen ist. Ja. Aber im Grunde ist das... Egal. Das ist Design, sage ich jetzt mal. Da sind Spannungsscheiben drin, die gehen zu, wenn der Fuß unten ist und dann ist es gut. Ach, Fuß unten. Normalerweise tut man bei einer Overlock nie den Fuß heben. Mm. Es sei denn, man macht sie nackig, so wie ich es gemacht habe, oder man will mal jetzt die Fäden lösen, so dass man im Stück anfangen kann. Ja. Wenn man mit der Overlock arbeitet, hebt man den Fuß ganz kurz an. Der Transporteur fängt ja schon hier vorne an und dann näht man los. Und das, was macht man? Jetzt habe ich immer noch die mit dem, wo es dann egal, alles. Ist es auch egal. Okay. Wenn ich jetzt am Ende angekommen bin, dann Fuß hoch. Wenn ich das jetzt sichern will. Das ist nochmal ganz langsam machen. Also du bist am Ende angekommen. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Deine Nadeln dann langsam sind oben. Langsam nähen, dann sehe ich, jetzt ist die Schnittkante erreicht. Dann, jetzt wird der Fuß gehoben. Jetzt drehe ich das Ganze. Jetzt senke ich den Fuß. Jetzt tue ich ein Stück zurück. Und jetzt könnte ich rausnähen. Ich kann es aber auch so machen, wie ich es vorhin gezeigt habe. Nadel nach oben. Dann mit der Pinzette oder etwas anderem, was da ist, diese beiden Nadelfäden nach vorne ziehen. Jetzt ist ja die Spannung los. Es lassen sich ganz einfach ziehen. Dann schneide ich hier ein Stück ab. Und jetzt ziehe ich das Ganze nach hinten raus. Und dann ist schon ganz sauber vernäht. Das heißt, man kann das so vernähen, dass man praktisch bis zum Ende näht. Dann, und dann die Nadel nach oben und dann das Ganze einmal wieder wendet, das Teil. Und ein Stück so wäre es auch am Anfang. Ich kann also anfangen, kann sozusagen bis zu der Stelle nähen, also bis zur Kante. Mach und einmal. Dann wir zeigen das einmal, okay, dann, damit die Kamera auch noch mal langsam mitgehen kann. Dann brauche ich hier eine Stelle, an der noch nichts ist. An der noch nichts ist, genau. An der nichts ist. Und dann müssen wir noch einmal zu Larissa und dann müssen wir uns auch schon wieder verabschieden von allen. Und wir waren jetzt nicht bei unseren alten Schätzchen, die da vorne alle stehen. So, die also jetzt nehmen wir noch mal gleich mit. An den Anfang. Jetzt bin ich an der Kante. Genau. Fuß hoch, Stoffstück drehen, wieder drunter legen. Passt genau. Und jetzt nähe ich quasi. Und wenn das jetzt beispielsweise an irgendeiner Stelle ist, wo ich unten dann sozusagen nicht mehr mit der Nähmaschine drüber, dann ist das gesichert. Das geht nicht auf, weil die Anfangskette ja da ist. Okay. Also eingeschlossen
unter der zweiten Naht. Super. Larissa. Okay, die Larissa ist noch da, die hat es vielleicht ausprobiert und es hat geklappt. Ich hab's, also es ist nicht gerade, aber ja, nun, es ist funktioniert. Kreativ, aber es hat funktioniert. Ja. Ne? Und das ist schon mal schön. Weil wenn du sagst, es ist nicht gerade, wenn man es eingebügelt hat vorneweg, dann hilft das auch nochmal, dass sich das nicht verzieht. Ne? Ja. Also es sind noch drei andere Füße. Wir haben das jetzt mit diesen Perlen nicht. Und ich war extra noch unterwegs und habe noch welche organisiert, weil ich mir das ja ganz suspekt ist. Aber wir müssen definitiv in 5 Minuten... Also ich muss meine Lanze brechen, wenn man diese drei brich eine Lanze. Bilder bis zum Ende liest. Und das ist ja nicht nur so, dass die für uns nur arbeiten, sondern es sind ja mehrere Sprachen drin. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nur das Deutsche nehme und wenn ich dann alle drei am Anfang lese, dann müsste man eigentlich auch zurechtkommen, ganz gut, auch bei den anderen. Ja, ne? Das ist jetzt ein bisschen... Wir haben dich jetzt auch ins eiskalte Wasser geschmissen, um den Test zu machen. Ne? Da war ich jetzt auch ein bisschen gemein. Wobei ich ja immer noch bei diesem... Ich bin ja immer noch bei diesem Perlenanhängefuß, da bin ich ja immer noch... Ein bisschen spartanisch in der Ausführung. Aber wenn hier 6 Füße drin sind, ja, und das ist ja ein sehr hübsches Kästchen, dann muss da so alles da rein. Da und wenn man dann weiß, nämlich jetzt noch eine so ein Anleitungsbuch ist. Hätte, ja, das legen wir weg, dann finden wir das nicht mehr. Dann sagen wir, blödes Ding. Nein, das stimmt. Ne? Nein, die sind so zwar schon gut, aber drin. Wie gesagt, ich muss mal einmal kopieren, weil sonst bin ich auch aufgrund der ganzen Sprachen da so ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, das kann man ja auch machen. Also das ist, ich meine, wenn ich das jetzt habe, wenn ich das jetzt geschenkt bekomme oder wenn ich das kaufe, dann weiß ich ja, ich brauche nur meine Muttersprache, dann kann ich ja den Rest im Grunde der Wiederverwertung so, zufügen. Genau, das heißt, wir beenden das jetzt. Der Wiederverwertung haben wir jetzt einiges zugefügt. Nein, komm jetzt. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Es hilft alles nichts. Ja. Ja, ich Larissa. Hoffe, dass ich diesmal in ganzen Sätzen gesprochen habe. Ich spreche nie in ganzen Sätzen. Ich weiß gar nicht, was unsere Zuschauer eigentlich wollen. Larissa, komm zu mir. Also, meine Lieben, ich hoffe, wir haben ein paar Lichtstrahlen ins Dunkle gebracht. Besser sagt die Anne. Ich habe heute gar nicht so viel sagen können, weil das mache ich auch gar nicht so gerne, wenn ich so eine tolle Spezialistin an meiner Seite habe. Die Larissa, die war so freundlich und ist von mir ins eiskalte Wasser geschmissen worden. Danke für deinen Mut, gerne, dass du unvorbereitet und wirklich, sie ist da ganz unvoreingenommen und sie wusste bis gerade nicht, was sie machen sollte, an die Füßchen rangegangen ist. Wir haben jetzt 3 wunderbare Füßchen ausprobiert und da sind auch noch 3 weitere wunderbare Füßchen drin in diesem Set. Dieses Set gibt es zu gewinnen bei unserem Wochenend-YouTube-Gewinnspiel und es gibt es automatisch dazu für 1 Monat lang, wenn man denn eine neue Overlock dieser beiden Varianten sich zulegen möchte. Die 2000er kenne ich gar nicht, die wird wahrscheinlich noch komfortabler sein, die haben wir hier auch gar nicht. Die 1000 ist schon komfortabel, weil sie einfach mit diesem On-Air-System das Einfädeln ist wirklich was für Dummies. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich. Einmal bei der Larissa für das kalte Wasser, hast du toll gemacht. Danke. Und einmal natürlich wie immer bei der Anne, die versucht hat, in 1,5 zarten Stunden doch so ein großes Thema zu beackern und auch eine Lanze dafür zu brechen, mehr auszuprobieren, als nur ich immer mit meiner Versäuberung und 3 Fäden und möglichst schmal und wie auch immer. Also die kann ganz viel mehr. Ja, also die ersetzt eine Nähmaschine nicht. Auf keinen Fall. Aber es gibt ganz viele Sachen, die kann man ausschließlich mit der Overlock nähen. Und insofern ist das ganz schnell, ganz sauber, sieht toll aus. Und es ist auf jeden Fall ein Gerät, was man irgendwann nicht mehr missen möchte. Ja, also das sowieso. Es gibt viele Frauen, mein Schlusswort, die sagen, warum habe ich so lange gewartet? Genau. Und mit etwas mehr Komfort einfach mal 300 € ein bisschen mehr anlegen. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Das kann ich immer nur sagen. Und Qualität an dieser Stelle lohnt sich auch wenn es darum geht, bei den günstigen zum Beispiel, wenn man kein Messer nachkaufen kann, sondern das Ganze erst in einem riesengroßen Satz wieder tun muss und kein einzelnes Messer nachkaufen kann, frage ich, was das Ganze noch mit Nachhaltigkeit und irgendwas zu tun hat. Dann doch lieber vorher ein paar Euro mehr investieren, aber dafür hinterher diese Sachen, die ausgewechselt werden, kann man dann auch einzeln kaufen. Informiert euch. Ich möchte meine ja nicht mehr hergeben, meine Yukis, sage ich jetzt ganz offen, egal wie viel es da noch gibt. Und jeder soll selbst seine Kaufentscheidung treffen. Und wie gesagt, spart ein bisschen. Ich freue mich. Ich hoffe, dir wünsche ich alles Gute für deine 20-Jahres-Feier erstmal. Und ich gucke mal vielleicht. Wir sehen uns vorher nochmal. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zusammen, weil ich glaube, wir haben noch ganz viel zu bereden. Vielen Dank an alle. Vielen Dank an mein ganzes Team, an die tollen Gäste, die da waren. Ich hoffe, einige Fragen wurden beantwortet. Andere könnt ihr noch stellen, entweder im Forum bei Anne oder bei mir in der Facebook-Gruppe. Alles wird beantwortet.
Wir sind raus. Bis nächste Woche. Nächste Woche gibt es Taschen und Knoten. Auch wieder was, was immer gut ist. Ich freue mich auf euch. Tschüss. 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 Du brauchst Verstärkung für deine Nähprojekte? Egal ob Bänder für Kanten und elastische Oberstoffe, Volumenfliese für den Kreativbereich oder Bügeleinlagen für deine Bekleidung. Mit den vielseitigen Einlagen von Flieseline erhalten deine Stoffe genau die richtige Form. Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei ONE haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prime, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei ONE. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern wie zum Beispiel Hamburger Liebe neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.